Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer. Hallo. Dankeschön. Warum fällt es vielen von uns, danke, vielen von uns so schwer, in Liebesbeziehungen über Geld zu reden? Haben wir alle die Vorstellung, dass Geld und Liebe nicht zusammengehören? Andererseits scheitern ganz viele Partnerschaften an finanziellen Konflikten. Gibt es Wege, dass das nicht passiert? Die Liebe und das liebe Geld, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße dazu ganz herzlich Mimi Fiedler. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Aus Schaden wird man klug, das trifft auf Sie zu. In einer früheren Beziehung war nach 8 Jahren nicht nur der Mann, sondern auch viel Geld weg. Daraus haben Sie gelernt, wie Sie in Ihrer jetzigen Beziehung mit Schauspieler Bernhard Bettermann das finanzielle regeln, hören wir von Schauspielerin Mimi Fiedler. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Andrea Aldenhoff. In Ihrer Ehe gehörten Diskussionen um das liebe Geld zum Alltag. Denn welche Ausgaben wirklich notwendig oder völlig überflüssig sind, darüber gingen Ihre Vorstellungen völlig auseinander. Erst richtig kochten die Emotionen hoch, als sie ihr Mann betrog. Guten Abend, Andrea Aldenhoff. Hingegen wurde in Ihrer Ehe, Thomas Patzelt, sehr lange überhaupt nicht über Geldprobleme gesprochen, mit verhängnisvollen Folgen. Nach außen führten Sie ein perfektes Leben, doch finanziell stand Ihnen das Wasser bis zum Hals. Wie Ihre Frau reagierte, als Ihr Doppelleben aufflog und Sie von Ihrem Riesenschuldenberg erfuhr, hören wir von Thomas Patzelt. Herzlich willkommen im Nachtcafé. So wenig Geld ausgeben wie möglich, darauf legen Sie, Thorsten Heinze, großen Wert. Sie beschäftigen sich täglich stundenlang mit den neuesten Sonderangeboten und Coupons, um den besten Deal zu machen. Wie Ihr Partner mit Ihrer Leidenschaft für Rabatte klarkommt, ich begrüße Sparfuchs Thorsten Heinze. Herzlich willkommen. Ohne Geld geht gar nichts im Leben von Ihnen. Björn Lefner, als mehrfacher Millionär bewegen Sie sich in Kreisen, in denen dicke Sportwagen, große Villen und schmückende Frauen zum guten Ton gehören. Warum Vermögen ein Türöffner in der Liebe sein kann, aber auch seine Tücken hat, davon berichtet Björn Lefner. Herzlich willkommen. Und Michael Mari. Sie sind Erfolgsautor und Paartherapeut und wissen durch viele Klientengespräche, dass Geld eine oft unterschätzte Rolle in Partnerschaften spielt und für viel Zunder sorgen kann. Sie gehen sogar so weit und sagen, Geld ist das letzte Tabu in Paarbeziehungen. Warum? Das hören wir heute Abend von Michael Mari. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Frau Fiedler, ja. Sind Sie eine Romantikerin? Nein, ich bin eine Pragmatikerin. Geworden oder schon immer? Schon immer gewesen. Dann können Sie uns ja mal sagen, warum viele, ob aus Romantik oder warum auch immer, es Schwierigkeiten haben, am Anfang einer Beziehung über Geld zu sprechen. Ich muss dem Kollegen recht geben. Ich glaube, Geld ist wirklich das letzte Tabu in einer Beziehung. Es ist ein bisschen wie, man fühlt sich wie betteln. Also wenn man jetzt jemanden nach Geld fragt und man hat selber keins in der Beziehung, dann ist es sowieso eine schwierige Sache. Aber so die Lage aufzugleisen, wer was hat und wer was damit macht in der Beziehung, ist, glaube ich, schwer. Also ich habe das auch nicht gleich angesprochen. Es ist ja auch nicht nur am Anfang einer Partnerschaft so. Manchmal bleibt diese Sprachlosigkeit ja auch. Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum es uns so schwer fällt, Frau Altenhoff? Womöglich, weil es darum geht, sich selbst zu bewerten. Mhm. Also das ist was mir immer schwer gefallen ist, mich in Geld zu messen. Sondern die Liebe im Vordergrund zu lassen. Warum gibt es denn dieses Tabu, von dem Sie auch sprechen? Ja gut, dass es das gibt, ist rausgekommen unter anderem durch Forschungen, wo Soziologen festgestellt haben, Paare reden locker eine Stunde über Sex. Aber wenn sie über Geld reden, fehlen ihnen die Worte. Das ist so? Das ist so. Also es fällt heute leichter, über Sex zu reden, als über Geld? Absolut. Sex ist kein Tabu mehr. Fällt manchen mehr, dem anderen weniger schwer. Aber wenn man die Gründe versucht, dann muss man weitergehen. Also da muss ich ein bisschen erzählen. Meine Agentin hat mich ja angesprochen und gesagt, schreiben Sie doch mal ein Buch über Liebe und Geld. Und ich dachte, na, da gibt es bestimmt jede Menge von. Guck, im Netz gibt nichts.
Also mein Buch ist das einzige, das sich speziell mit dem Thema befasst. Und das hat den einfachen Grund, weil man heute mit den zwei Begriffen, die man hat, Liebe und Geld, dieses Thema nicht mehr handhaben kann. Das ist der eine Grund. Da kommen wir noch auf die Details. Der zweite Grund ist, dass die Paare befürchten, wenn sie über Geld reden, ihre Liebe zu beschädigen. Und der dritte Grund ist, dass, wenn man darüber redet, die Wahrheit über die Beziehung rauskommt. Mhm. Man kann vorher furchtbar denken, was man alles Tolles miteinander hat und wie toll man auf allen Ebenen miteinander verbunden ist. Und wenn es dann darum geht, wofür bereit ist zu zahlen oder nicht, dann zeigt sich die Qualität der Beziehung. Und das will man vielleicht gar nicht so unbedingt wissen, schon gar nicht am Anfang. Aber was Sie am Anfang gesagt haben, ist ja interessant. Dass es offensichtlich vielen leichter fällt, über Sex zu reden, als über Geld. Ist es bei Ihnen auch so, Herr Leffner? Na, ich würde sagen, bei mir ist es, also erstmal, ich liebe das Geld. Mhm. Gut so. Und das, ja. Und das ist bei mir durchaus ein Thema. Und das bleibt auch nicht verborgen, dass Geld mir wichtig ist, dass das eine große Rolle spielt. Und bei mir wird da eigentlich sehr schnell drüber gesprochen. Man merkt es und man fragt mich und da wird, das ist ein Thema. Also ich habe da jetzt nicht kein Problem damit. Also bei damit. Ihnen ist das so ein bisschen umgekehrt. Sie reden lieber über Geld. Ich rede gerne über beides, aber Geld ist jetzt nicht ein Tabu. Geld ist kein Tabu. Geld ist kein Tabu. Nee, überhaupt nicht. Wobei man dann sagen muss, kommt auch darauf an, wie über Geld gesprochen wird. Ne? Ja. Also kann man, wenn man Sie jetzt als Frau kennenlernt und man ist, wäre daran interessiert, einen wohlhabenden Partner zu haben, kann man dann offen über Geld reden? Ich sage nein. Naja, das ist zumindest äußerst schwierig. Ja, für mich ist natürlich auch interessant eine Parität, wenn es eine Partnerin ist, die auch Geld hat. Das ist also dann ich frage da schon ein bisschen so nach. Ich kriege das auch relativ schnell raus, so was das Sache ist. Und, also, aber es ist richtig, es ist ein ganz großes Thema. Ja. Spielt letztendlich eine Rolle. Ist aber ja auch eine Schwierigkeit für reiche Leute. Es geht auch dran kaputt. Und genau. Es ist, man wünscht sich letztendlich so eine Parität. Das ist ja nicht immer, muss auch nicht sein. Ja, was Sie unter Parität und Liebe verstehen, das also Parität mit Geld, meine ich jetzt. Parität mit Geld, aber das hört sich schon interessant an. Da kommen wir noch mal drauf zurück. Beginnen wir aber mal mit Ihnen, Frau Fiedler. Sie haben Ihr Liebesleben mal sehr prägnant zusammengefasst. Und zwar haben Sie mal geschrieben: Icke, weiblich, mitteleuropäisch, 4 Beziehungen, 4-mal gescheitert, 1 Ehe, 1 Kind, 1 Scheidung, 1 Rosenkrieg, danach Pleite. Die Liebe und das liebe Geld, ist das vielleicht sogar eines der großen Themen bisher in Ihrem Leben gewesen? Ja, denn nach jeder großen Beziehung war ich pleite. Und das hat bestimmt was damit zu tun, dass ich mich, vielleicht bin ich doch eine Romantikerin, fällt mir gerade auf. Jetzt haben Sie es entdeckt. Das denke ich auch. Jetzt habe ich es entdeckt. Ja. Ich habe wenig darüber gesprochen. Also in der Ehe meiner Eltern war Geld immer, also nicht immer, aber es war auch ein Thema. Und es wurde auch kontrovers. Sie kamen aus Kroatien, genau. Hatten erstmal nicht viel Geld, haben viel gearbeitet. Mit welcher Einstellung sind Sie da erzogen worden sozusagen? Also ich wurde so erzogen, dass man, wenn man was erreichen will im Leben, fleißig sein muss und sparsam. Und das mit der Sparsamkeit wurde mir erst relativ spät in die Wiege gelegt, mit Mitte 30. Sie haben gesagt, in jeder Beziehung haben Sie Geld verloren. Fangen wir doch mal mit der Ehe an. Nach jeder Beziehung, genau. Genau. Fangen wir mal mit der ersten an. Sie haben relativ früh geheiratet. Haben Sie da sowas wie einen Ehevertrag gemacht? Nee, also ich war 24, als ich geheiratet habe, zum Leidwesen meiner Eltern. Die hätten sich gewünscht, dass ich dann doch noch mal einen Moment warte, bevor ich heirate. Mhm. Und das war einfach so ein Ritt in was Neues, in was Schönes, dann doch Romantisches. Und das ist daran gescheitert, dass wir uns überhaupt über gar nichts einig waren. Und danach, so eine Scheidung kostet Geld, wir haben ein gemeinsames Kind. Wenn man sich nicht sofort darüber einigt, wie und wo dieses Kind sein soll, kostet es auch wieder Geld. Ich würde, wenn ich jetzt noch mal heiraten würde und vielleicht auch werde, definitiv ein, ich wollte gerade Rosenvertrag sagen. Ehevertrag. Rosenkrieg. Einen Ehevertrag machen. Das war ganz klar bei meinem jetzigen Lebenspartner und mir, dass wir das definitiv einfach fixieren. Wenn Sie schon über Rosenkrieg reden, ich meine, am Ende einer gescheiterten Beziehung sind ja Verletzungen da, oft auf beiden Seiten. Ist dann dieser Rosenkrieg und sind die Finanzen dann das Mittel, sich für diese Verletzungen zu revanchieren oder wie kommen die zustande? Ja, klar, wenn Leute in den Krieg gehen, dann nehmen sie sich Sachen übel. Ne? Und dann taucht eben auf, dass man den Fehler begangen hat, nicht am Anfang drüber zu reden. Wenn man sich noch liebt, redet man besser über die Regelung, als wenn man sich hasst.
Nun ist es so, ich bin mir sicher, wenn wir uns die Scheidungsrate anschauen, dass auch einige Zuschauer des Nachtcafés gerade in der Scheidung drin sind. Und wenn die jetzt merken, oh, das schaukelt sich hoch, wer oder was kann denn da deeskalieren in der Situation noch? Ah, da reden Sie jetzt über ein ganz schwieriges Thema. Ja, dafür sind wir da. Weil da gehört also die Verarbeitung von Emotionen dazu, ob das dann während der Auseinandersetzung noch gelingt. Es gibt einen guten Tipp, ich glaube von einer österreichischen Soziologin, die sagt, Scheidungsauseinandersetzungen sollten erst 2 Jahre nach der Trennung anfangen. Von Anwälten, also, wenn man schon abgekühlt ist und wenn man, und dann sollte man erst darüber reden. In emotional aufgeheizten Situationen kriegen Sie keine Lösung hin, die für beide korrekt ist. Und ich glaube, von Anwälten kommt der Tipp nicht, oder? Nee, die verdienen ja. Ach doch, von guten Anwälten schon. Vertrauensvollen Anwälten schon. Ja, ich glaube, Anwälte, die viel zu tun haben. Sie sollten aber darauf achten, die Eheverträge heute, die werden dann oft nichtig. Also die sind nicht oft, die werden dann oft nichtig erklärt. Die gelten nicht unbedingt. Wenn dann ein Partner das nachher nichtig erklärt oder anficht, ist sehr oft so. Der Ehevertrag ist nicht mehr so eine... Können wir nachher uns noch mal unterhalten so? Ja, ich glaube auch. Sag's nur, wie stimmt sich da? Generell kann man von ihm noch einiges lernen. Ich bin sehr vorsichtig. Ja. Noch habe ich ja nicht geheiratet. Die Beziehung, die sie dann aber in eine größere Krise gestürzt hat, auch in eine finanzielle Krise, die kam eigentlich nach dieser ersten Ehe. Sie waren 8 Jahre mit einem Schauspielerkollegen zusammen, mit dem sie viel gemeinsam hatten. Was zum Beispiel? Unsere Herkunft. Mhm. Also beide aus Kroatien? Beide aus Kroatien. Mhm. Unseren Beruf. Also ich glaube, die kroatische Herkunft war eigentlich das, die größte Schnittmenge. Weil wenn man das Leben eines Gastarbeiterkindes gelebt hat, das hat schon einfach viele, viele Gemeinsamkeiten gebracht. Auch diese Beziehung haben Sie dann noch mal schriftlich prägnant zusammengefasst. Liebe des Lebens kennengelernt, 8 Jahre Upper Class Leben mit Gärtner und Nanny, Liebe des Lebens sich verbröselt, quasi über Nacht, das 2. Mal Pleite. Wie verbröselt sich denn über Nacht eine Liebe des Lebens? Das Leben schreibt sehr, sehr viele Geschichten. Mhm. Und ich hätte zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gedacht, dass diese Geschichte für mich bestimmt war. Es war eine kleine Katastrophe und ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, warum es letztendlich gescheitert ist. Aber es war wirklich über Nacht, also emotional über Nacht. Also ich habe... Sie haben es nicht kommen sehen. Jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückschaue, hätte ich es kommen sehen können, wenn ich da vielleicht ein bisschen reflektierter mit mir gewesen bin. Aber ich war in so einem Denial, wie die Amerikaner sagen würden. So einfach nicht hingucken und es wird schon wieder gut. Und ach, das ist wahrscheinlich auch nur eine Phase und so. Man redet sich das dann ja ganz gerne schöner, als es ist. Und quasi über Nacht verbröselt ist natürlich so ein bisschen lapidar ausgedrückt. Aber letztendlich hat mich erstmal die emotionale Destabilität, die ich erfahren habe, in die Krise gestürzt. Und dann habe ich gemerkt, oh Scheiße, jetzt muss ich das alles alleine machen. Also sie hat es erstmal kalt erwischt, das hört man raus, wenn es über Nacht ist. Waren Sie da einfach dann auch verzweifelt dann in dem Moment und haben erstmal alles so laufen lassen? Nee, ich war super glücklich. Nein, aber laufen lassen in dem Sinne, dass Sie gar nicht handeln konnten, das meine ich? Ach so, ja, das war, also ich habe das später so beschrieben, wie als hätte ich so einen seelischen Autounfall gehabt und lag erstmal im Wachkoma. Also ich war da, aber ich konnte nicht wirklich reagieren. Und ich musste auch irgendwie versuchen, weil ich das auch niemandem aus meiner Familie gesagt habe, meinen Freunden nicht gesagt habe, das auch ein bisschen zu vertuschen, also so weiterzuleben. Also Sie sind dann auch in dem Haus geblieben? Und das war der große Fehler. Mhm. Ich hätte mich auch verbröseln sollen. Denn dieses Haus und dieses Upper-Class-Leben war völlig über meinen Verhältnissen. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir noch ein Paar waren, konnten wir leben. Aber auch, weil mein Lebenspartner das Geld verdient hat. Ich habe mich quasi hinten angestellt. Aber ich habe das auch gerne gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich mich aufgeopfert habe und dann aus meinem Dornröschenschlaf erwacht bin und dachte, wo ist denn der Prinz? Ah, da reitet er. Hatten Sie denn immer noch auch so ein bisschen dieses traditionelle Bild unbewusst im Kopf, dass Sie dachten, ach, der Partner regelt das schon, diese Sachen mit den Finanzen? Oder wie haben Sie das da im Rückblick gesehen? Naja, ich habe schon auch gearbeitet, aber ich habe im Leben nicht so viel Geld verdient wie er. Und dachte ich schon. Also ich dachte, ich leiste meinen Teil. Und ich bin auch sehr gerne Hausfrau und ich hatte ja damals auch schon meine Tochter aus meiner ersten Beziehung, aus der Ehe. Mhm. Und das hat mich zufrieden gemacht. Mhm.
Und dann kam nach diesem seelischen Autounfall auch noch ein bisschen Alkohol dazu. Das heißt, bisschen ist schön. Ja, also Sie schon, das sagen. Schon ordentlich. War das 10 Monate, ja. War nah an der Sucht oder war es eine Sucht? Was ist eine Sucht? Also ich glaube, dass Alkohol zu Recht als Droge betitelt werden sollte. Ja. Und ich vertrage erstens nicht so viel Alkohol, dafür habe ich aber genug davon getrunken. Also Sie haben es finanziell erstmal laufen lassen, irgendwann wird es ja dann auch schwierig. Dann kam der Alkohol dazu. Sie sind Schauspielerin. Schauspielerinnen müssen auf Castings gehen. Schauspielerinnen leben auch von der Präsenz. Konnte das denn da lange gut gehen? Nein. Das Gesetz der Anziehung hat dazu geführt, dass ich immer weniger zu Castings eingeladen wurde und immer weniger gearbeitet habe. Und die letztendliche Verschuldung war eigentlich, dass ich in einem Haus geblieben bin, weil ich dachte, der kommt wieder. Ja, das kann ja nicht sein. Wo ist er denn hin? Also ich meine, er muss ja wiederkommen, weil es gab kein wirkliches Ende, sodass ich begriffen habe, der kommt nicht mehr wieder. Und das habe ich 2 Jahre gemacht. Und in dieser Zeit habe ich eben Kredite aufgenommen und habe versucht, meine laufenden Kosten zu tragen. Aber das Geheimnis an Krediten ist, dass man sie ja auch abzahlen muss. Ja, ja, ich glaube, das wissen einige hier. Ja, ne? Also wenn es jemand noch nicht weiß, jetzt wissen Sie es. Wichtiger Hinweis. Wichtiger Hinweis. Ja. Ich war in so einer Blase und dachte, irgendwann kommt die Lösung. Aber die Lösung kam nicht. Und letztendlich kam eine Bruchlandung, in der ich gesehen habe, Gott sei Dank, weil das war wirklich auch die Rettung, dass es so nicht mehr weitergeht. Und das waren 1,9 Promille. 1,9 Promille, okay. Ja. Am Steuer. Und dann ist jemand zu Schaden gekommen? Nein, oder? Ich wollte das Auto nur umparken. Das war zur Buchmesse 2010 und die freundlichen Herren in Zivil haben mich gefragt, wollen Sie noch fahren? Und dann habe ich einen Heulkrampf gekriegt. Und dann haben sie mich erstmal getröstet und mich aber dann trotzdem pusten lassen. Und das war für mich der Augenblick, dass ich dachte, okay, jetzt ist es raus. Und tiefer ging es nicht. Und ich habe mich auch von mir selbst so erschreckt. Ich dachte, okay, was war eigentlich, was ist mit dir? Warum machst du das? Warum kannst du nicht einfach sagen, ich brauche Hilfe? Und dann habe ich aber auch Hilfe bekommen. Von? Von einem Gerichtsvollzieher, Heinz. Von Heinz. Von Heinz. Der hat sich dann mit mir in die Küche gesetzt, nachdem ich wieder einen Heulkrampf hatte und gesagt habe, ich habe so Liebeskummer. Und dann hat er gesagt, ja, Sie haben aber auch andere Probleme. Die sind jetzt prägnanter als Ihr Liebeskummer, weil, schätzen, kommt er denn wieder? Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht. Dann hat er mir erklärt, was man zu tun hat, wenn man in so einer Phase ist. Erstmal alle Briefe öffnen, erstmal alle anrufen. Dann habe ich auch verstanden, was so Inkasso-Unternehmen sind, dass sie sich ja ihre Schuldbriefe weiter und weiter verkaufen und dass es immer teurer wird, je weniger man reagiert. Und als ich dann anfing, ich weiß noch den Augenblick, als ich am Küchentisch saß und hatte einen Berg an Papieren neben mir und dachte so, okay, ich rufe da jetzt an und die ersten Anrufe waren auch nicht mit den Mungos und alles so, okay. Und dann habe ich mich beruhigt, mit den Menschen geredet, weil da sitzen ja auch Menschen in diesen Firmen, selbst in den Kassounternehmen und habe Ratenpläne ausgemacht und habe angefangen, die abzustottern. Heute geht es Ihnen beruflich gut. Ich meine, Sie sind seit Jahren regelmäßig dabei, auch beim Stuttgarter Tatort. Auch seit 3 Jahren haben Sie auch eine Beziehung zu einem Schauspielerkollegen wieder. Schon wieder ein Schauspieler. Ja, wieder einer. Bernhard Bettermann. Wir sehen auch einige Fotos. Sie haben auch bei Let's Dance mitgemacht. Also Stepping Out. Das sieht schon so aus, als würden da ein paar Funken geschlagen sein. Ist das die zweite große Liebe? Kann man das so sagen? Also ich hätte nach dem Ende meiner ersten großen Liebe meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass mir das nicht mehr passieren wird. Aber das Schönste an der Liebe ist, dass sie immer wieder kommt, immer in einem neuen Kleid. Also er kam in keinem Kleid, aber er kam. Manchmal auch in Hosen. Genau. Manchmal auch in Hosen. Obwohl, der würde auch ein Kleid für mich anziehen, nur mich zum Lachen zu bringen. Und das ist echt schön. Und dieses Mal ist es eine erwachsene Liebe. Ich habe gelernt, ich habe eigentlich wirklich, also im Nachhinein ist das das Beste gewesen, was mir passieren konnte. Also erstmal freuen wir uns, dass Sie diese Liebe gefunden haben. Ja. Was uns natürlich jetzt aber interessiert, der Kontostand soweit nicht. Sind Sie aber da, wenn Sie schon danach das ansprechen, sind Sie runter von den Verbindlichkeiten?
Also, ich dachte eigentlich, ich bin komplett runter, aber es kommen immer mal so ein paar Sachen dazu. Aber dieses Jahr ist es dann wirklich um. Es hat 5 Jahre gedauert. Und wie gehen Sie denn jetzt mit dem Thema Finanzen in Ihrer aktuellen Partnerschaft um? Also erstmal, was mich selbst angeht, ich weiß auf den Cent genau, was ich habe. Mhm. Ich weiß auf den Cent genau, was ich im Monat brauche, um zu leben. Also die Grundkosten. Mhm. Beinhaltet natürlich auch immer meine ganzen Ratenzahlungen, denn ich habe immer klein angefangen, um mich nicht zu überlasten. Übrigens auch ein Tipp von Heinz. Heinz ist ein guter, offensichtlich. Ja, Heinz ist ein guter. Hallo, Heinz, falls du es siehst. Dankeschön. Ich habe mich noch nie so öffentlich bei ihm bedankt. Was war noch mal die Frage? Wie Sie es mit den Finanzen halten? Mit Bernhard und ja, mit Bernhard. Wir arbeiten beide. Wir arbeiten beide gut. Wir haben ein gemeinsames Leben, aber jeder hat sein Konto. Und wir sind in einer erwachsenen, gleichberechtigten Beziehung. Könnte man sagen, Sie sind heute eine pragmatische Romantikerin? Sie haben es auf den Punkt gebracht und ich habe wieder was gelernt. Dann lassen wir es so stehen. Man sieht, durch welche Leben man geht. Von außen sieht man, da ist die Schauspielerin, aber man sieht, jeder hat sein Leben dahinter. Jetzt wird es manche geben, die sagen, ja Mensch, früher, reaktionäre Leute, die sagen, früher war das einfacher, da hat der Mann fürs Geld gesorgt, gearbeitet, die Frau zu Hause, Herrin der Finanzen. War das nicht alles viel, viel klarer und geregelter? Was würden Sie antworten? Kommt drauf an, wen man fragt, den Mann oder die Frau, ne? Ja. Also ich würde mal sagen hierzu, der Fehler ist ja nicht, dass man romantisch liebt, sondern dass man mit Partnergeld romantisch umgeht. Partnergeld ist Geld, das dem gemeinsamen Projekt gewidmet ist. Die Familie, das Zusammenleben, die Alltagsbewältigung. Und das bezeichne ich als kühles Geld. Mhm. Also Geld, muss man wissen, ist grundsätzlich kalt. Geld ist in die Welt gekommen, um Geschäfte zu regeln zwischen Fremden. So, nun ist man in der Partnerschaft nicht fremd. So kommt jetzt Geld in die Partnerschaft, kann es nicht kalt bleiben. Das heißt, in der ersten Stufe, in der partnerschaftlichen Verbindung, die ein wesentlicher Teil einer Paarbeziehung ist, da wird es kühl. Aber es muss kühl bleiben. Man muss in der Lage sein, in der partnerschaftlichen Bindung zu sagen, wieso zahlst du nur so viel und ich zahle so viel. Also wenn es um Miete geht und all diese Dinge, da um muss um Einkommen, um wer die Kinder versorgt, welchen Ausgleich der für kriegt. Auf der partnerschaftlichen Ebene geht es immer um Leistungsausgleich. Der darf aber nie gleichwertig sein, weil dann geht es um Summen, sondern der muss gleichartig sein, dann geht es um Bedeutung. Deshalb kann man in der Partnerebene sagen, du magst zwar 10.000 Euro verdienen und ich nur 2.000, aber was ich sonst, vielleicht arbeite ich halbtags, was ich sonst noch tue, mich um die Kinder kümmern, um dich und so weiter, das ist genauso viel wert, wie das du tust, weil es gleiche Bedeutung hat. Und wenn er dann sagt, ja, aber eine Haushälterin kriegt nur 2.000 Euro, dann kann man natürlich mit Flug kriegt, dann lebt doch mit einer Haushälterin. Fällt einem das leichter, das offen zu legen, wenn man schon mal richtig reingerauscht ist? Also haben Sie auch zu Ihrem neuen Partner gesagt, ich möchte jetzt Klarheit, weil ich habe die und die Erfahrung gemacht und das will ich nicht noch mal erleben? Also mir ist es leichter gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das sonst ist, aber wir sind ja auch nicht gleich, ich habe mich nicht gleich an den Tisch gesetzt nach dem ersten Date und gesagt, so Schätzchen, jetzt hier, leg mal auf, was du hast, ich leg auf, was ich habe. Das, wenn man, wir mussten ja auch erst mal feststellen, ist das was fürs Leben? Also hat das Potenzial fürs Leben. Mhm. Nun sind wir ja auch beide schon in einem Alter, wo man darüber recht zügig spricht. Und sobald eine partnerschaftliche Bindung anfängt, das fängt ja schon an, sagen wir, mit dem Mietvertrag, ja, oder mit solchen Sachen, dann muss man über Partnergeld reden. Und da ist es für alle Beteiligten wichtig, dass es nicht um die Liebe geht, sondern um die partnerschaftliche Liebe, nicht um die Liebe als Ganzes. Und da geht es um kühles Geld, da geht es um Positionen und Interessen und da müssen Verträge und notfalls vom Notar geschlossen werden. Ne? Es gibt eine andere Geldformen, also es gibt eine freundschaftliche Bindung in der Paarliebe, da geht es um das Glück des anderen, da geht man mit Geld ganz anders um. Und dann gibt es eine leidenschaftliche Bindung in der Paarliebe. Und das ist die romantische und damit kann man kann sehr romantisch mit Geld umgehen, da muss man es allerdings schenken. Mhm. Sind Sie ein romantischer Schenker, Herr Leffner? Ja, romantisch schon, aber kein Schenker. Nein. Aber ich denke, die Frau Fiel hat auch irgendwie Pech gehabt, weil ich habe Frauen kennengelernt, die haben da den ganz großen Schnitt gemacht durch ihre Scheidung. Also die sind eigentlich viel reicher geworden nach 2 Scheidungen.
Ja gut, aber da habe ich mir echt die falschen Männer ausgesucht. Da, ja, oder es ist halt, oder die falschen Berater oder irgendwie, denn ich meine, ich kenne wirklich Frauen. Aber egal, durch welche Krisen Sie gegangen sind, Sie haben ja richtige Lieben erlebt. Ja eben, ich habe da ja nicht gefragt, wie viel Kohle hast du. Genau, haben Sie auch schon mal eine richtig große Liebe erlebt? Ich weiß nicht, wie groß die war, aber ich habe schon einige Lieben erlebt, ja. Und das Geld habe ich versucht, auch mal beiseite zu lassen. Also, wie Sie fragten, also Sie haben einige großzügiger Schenker, glaube ich, bin ich nicht. Es kommt so ein bisschen drauf an. Waren Sie schon mal verheiratet? Ja, ich war mal verheiratet. Einmal oder? Also einmal, ernst zu nehmen, ja. Wie lange hat das gehalten? Einmal in den USA, bitte. Wie lange hat das gehalten? Dreieinhalb Jahre. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, wenn man jetzt sagt, das ist die partnerschaftliche Bindung. Es gibt Menschen, die tun sich zusammen, um miteinander Bedürfnisse zu erfüllen. Dazu kann Geld gehören, dazu kann Status gehören. Und wir sehen ja alle viele Menschen, die sowas tun. Man kann jetzt nicht sagen, das wäre keine Liebe. Man muss sagen, das ist partnerschaftliche Liebe. Den Status sind Sie ja eigentlich auch schon immer gewöhnt. Sie sind Sohn von Otto Leffler. Das ist jemand, der 1953 eine große Firma gegründet hat. Genau, ein mittelständisches Unternehmen. Unternehmen, eine Erfindung, nämlich der Blitzbinder, Kabelbinder genannt, hat ihre Familie reich gemacht. Das heißt, ja, also reich ist ja relativ, ja, aber ziemlich, nicht unvermögend. Ziemlich, Sie sind mehrfacher Millionär, oder? Da nickt er nur und der Ton versagt, aber Sie sind mehrfacher Millionär, okay. Sind Sie entsprechend mit einem goldenen Löffel aufgewachsen oder wie würden Sie das machen? Also als ich jung war, ganz bestimmt nicht. Ja, sondern? Also da war eigentlich schon angesagt, dass man lernte zu sparen, noch mit wenig Geld auszukommen. Und deshalb kann ich das sehr gut verstehen, wenn jemand, also sparen ist ja eine Tugend. Ja, und ich denke, man muss das auch irgendwann gelernt haben. Wenn man das nicht gelernt hat, zu sparen, mit Geld umzugehen, dann kann man es nie. Haben Sie es gelernt? Ja. Und das lernen Sie, wenn Sie jung sind und wenn Sie dann auch kurz gehalten sind, wenn Sie sparen müssen, dann kriegen Sie einen anderen Bezug zu Geld. Und das ist ganz wichtig. Also wenn man das nicht gelernt hat, geht es sowieso schief. Früher wurden Sie also kurz... Also sparen ist ganz wichtig, dass man mit wenig Geld weiß, wie komme ich über die Runden. Ja. Früher wurden Sie kurz gehalten, sagen Sie. Heute können Sie sich zumindest einiges leisten. Ja, natürlich. Ich lebe in Monaco, in der Wohnung. In München und in Stuttgart, Sie haben Sportwagen. Autos. Sie haben Oldtimer. Und Sie zeigen die auch. Zeigen Sie durchaus schon mal gerne, was Sie haben? Ja. Warum auch nicht? Okay. Warum nicht? Ja. Dann lernen wir Sie mal kennen in Ihrer Welt. Das ist schon in Monaco. Meine Monaco-Geschichte. Wo kommst du her? Wohnst du in Monaco? Ich lebe in Saint-Tropez. Ich gebe dir mal meine Karte. Ein guter Freund von mir lebt in Saint-Tropez. Er schmeißt da all die großen Partys. Trägst du immer Gelb? Baby, ich bin jeden Tag anders angezogen. Herr Leffler. Jetzt hat man die Frauen nicht so gut erkannt gerade. Was würden Sie denn sagen, wie ist Ihr Frauentyp? Sie meinen äußerlich? Wie auch immer, das war eine offene Frage. Ja, wenn Sie gleich aufs Äußerliche kommen. Die ähneln sich mal in der Regel, ja. Ja, ähneln sich? Die ähneln sich vom Aussehen her in der Regel, ja. Wenn Sie uns mal so reinholen in die Ähnlichkeiten? Was ja, die sind meistens groß und blond. Groß und das ist so ein allgemeines, meistens, ja. Und so von der Altersstruktur, wie würden Sie das da sagen? Das haben Sie aber schön. Von der Altersstruktur. Ja, genau. Also 60 aufwärts. Von bis. Also ich hab Frauen in meinem Bekanntenkreis wirklich von 20 bis 75. Ja, aber wir reden ja jetzt von der Liebe. Ja, so um die 30. Ja. So um die 30. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? 50. Oh, das geht noch. Und haben Sie denn, haben Sie denn auch schon mal eine Partnerin gehabt, so sagen wir mal in den letzten 15, 20 Jahren, oder in den letzten 10 Jahren, die genauso alt war wie Sie?
Partnerin, die genauso alt war wie ich? Nein. Offensichtlich nicht. Haben Sie schon mal eine Partnerin gehabt? Aber ich hatte eine Partnerin, die älter war als ich. Aber das liegt schon sehr lange zurück. Das liegt schon lange zurück. Sie war wesentlich älter als ich. Haben Sie denn in den letzten 10 Jahren mal eine Frau gehabt, die genauso viel Geld hatte wie Sie oder vielleicht sogar noch mehr? Ich habe schon kennengelernt, die hatten mehr. Waren Sie mit denen auch zusammen? In einem Fall, ja. In einem Fall. Und das hat auch viel für sich. Aber in der Regel haben die nicht so viel. In der Regel nicht. Was ist denn das Prinzip, was sich da ja scheinbar immer wieder auch fortsetzt? Da ist ein älterer Mann mit viel Geld, kann ja auch mal eine ältere Frau sein mit viel Geld. Nimmt zu. Und ein jüngerer Partner. Was ist das Prinzip? Das ist die bedürfnisorientierte Tauschbeziehung. Und man darf die nicht als negativ bewerten. Das sind starke Bedürfnisse, zum Beispiel nach einer Versorgung oder nach Status oder nach Jugend, nochmal teilzuhaben an der Jugend von jemand. Und da braucht man sich nur Madonna anzugucken mit ihren Jungs, dann weiß man, dass es das umgekehrt genauso gibt. Diese Beziehungen sind bedürfnisorientiert und das ist durchaus Liebe. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, das ist keine Liebe. Die sind aber insofern gefährdet, als dass immer die Gefahr besteht, dass ein Jüngerer oder ein Reicherer kommt. Und dann ist man relativ austauschbar. Damit müssen Sie dann leben. Ja. Damit muss man leben. Ja. Wenn einer noch mehr auf dem Portemonnaie hat, selbstverständlich, dann ist das einfach viel mehr. So. Ja. Setzen Sie das Geld denn auch bewusst ein, um Frauen kennenzulernen? Nein. Auf keinen Fall. Also, es ist irgendwie. Vorhin schon. Ja, gut, das ist ja jetzt das Boulevard, ja. Boulevard. Kommt drauf an. Manchmal verschweige ich das auch und sage da gar nichts. Würde ihn niemand ansehen. Aber man neigt es dann. Sie kennen ja schon. Ja. Manchmal verschweigen Sie es. Das tut es gar nicht so. Man merkt irgendwie etwas dann. Wir haben schon, eine Uhr so und dann ist das. Die Uhr kann ja weglassen. Zufällig da das Auto. Fällt es Ihnen denn leichter? Ja, das Auto ist ja nicht immer, das ist in der Tiefgarage. Ja, ja, das kommt dann nachher, wenn man. Gut, irgendwann kommt es. Fällt es Ihnen denn dadurch schon leichter, Frauen kennenzulernen? Ja, nicht unbedingt. Also ich würde mal sagen, es gibt diesen Typ der bürgerlichen Frau, die beispielsweise ist sie Ärztin oder so Akademikerin. Und die sind ausgesprochen abgeschreckt. Aha. Wenn jemand da kommt, der über gewisse Möglichkeiten verfügt, der mit dem Lamborghini rumfährt, der da in Monaco ist und dann in Paris lebt und hier und da, die wollen das gar nicht unbedingt. Weil das können die gar nicht so kontrollieren. So einen Mann kann man nicht so. Das wollen die gar nicht. Ja, das Abschreckende ist relativ einfach zu erklären. Es geht dann für die Frau nicht um eine bedürfnisorientierte Beziehung, sondern um eine emotionale Beziehung. Und die sagt sich natürlich gleich, wenn einer protzt, dann wird er ja nicht mich meinen, sondern meine Jugend. Ist Geld sexy? Geld ist nicht sexy. Die kann auch für dich abtören. Geld ist super sexy. Geld? Ja, aber total. Die fühlen sich, die mögen das. Denen ist das irgendwie so ein bisschen, das ist denen so ein bisschen unklar. Das müssen Sie jetzt aussehen. Kann ein Hallodri sein oder so. Frau Fiedler hat was Interessantes gesagt. Geld ist sexy, aber es kommt auf die Verpackung an. Wie, ja. Also mich würde jetzt so ein Lamborghini oder eine goldene Rolex abschrecken. Das finde ich nicht sexy. Ich finde Understatement sexy. Ich finde es sexy, wenn ein Mann Geld hat und das nicht zeigt. Und trotzdem die Frau schön einlädt, können übrigens alle Männer machen. Auch ohne viel Geld, gibt super günstige Restaurants. Es ist so eine Sache. Also ich meine, sie ziehen natürlich auch entsprechend das Klientel an. Das ist ja ganz klar. Sie wollen das aber auch. Sonst würden sie nicht so sein, wie sie sind. Das ist manchmal ganz lustig, ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass bestimmte Frauen gar nicht, die verunsichert das. Die sagen sich, das ist dann so eine so unklare Geschichte. Der hat so viele Möglichkeiten. Der ist da überall. Ah, das haben die sowieso alle. Gibt es manchmal Momente, wo sie sagen, der ist eh immer untreu und so. Herr Patzel? Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ja, ich mache dann ganz andere Sachen, das stimmt. Ja. Haben Sie Kinder? Nein, nein. Was machen Sie dann mit der? Also ich meine, Sie werden ja wie alle ausgeben. Ablegen. Bitte? Sparen. Ja, oder anlegen. Ja, aber Sie werden ja dann beim Herrgott nichts anlegen können. Ja, aber daran denke ich jetzt nicht. Ich lebe ja momentan. Wenn wir jetzt darüber reden, macht Geld sexy? Nein, muss man ganz klar sagen, macht es nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber Geld ist sexy. Nein, Geld ist Geld. Geld ist kalt. Aber das Geld der ist auch Umgang was mit Geld
auf den haben Sie gerade selber beschrieben. Sie haben gesagt, auch ein armer Mann kann eine Frau in ein Restaurant einladen. Es kommt auf den Umgang an und nicht auf das Geld. Ja. Und Sie können sehr viel abtönen. Ich habe eine Klientin, die hat mir erzählt, ich mache ja Singleberatung auch. Sie lernt einen Mann kennen und der erste Satz, den er sagt, ist, ich habe übrigens 10 oder 11 kleine, er hat so Flugzeuge, 10 oder 11 Flugzeuge. Von dem Augenblick an war er für sie gestorben. Kann man nicht sagen, Geld macht sexy. Wen macht es sexy und wen nicht? Wer ist davon angezogen, wer ist davon abgestoßen? Ja. Also Geld spielt keine Rolle bei der Partnerwahl, wollen Sie das sagen? Nein. Nein, der Umgang mit dem Geld spielt letzten Endes die große Rolle. Auch ein armer und ein nicht wohlhabender Mensch können miteinander klarkommen, wenn sie einen entsprechenden Umgang finden damit. Herr Leffner, können Sie, sind Sie sicher, wenn Sie eine Frau begegnen, dass diese Frau auch Sie meint und nicht den Lamborghini? Ja gut, die Person, das können Sie nie ganz sagen. Das kommt natürlich ein bisschen auf den Typ Frau an. Ich lerne auch manchmal sehr reiche Frauen kennen, aber auch die sind meistens in irgendeiner Form ja mit Geld dann, wollen dann auch irgendwie jemanden, der viel Geld hat. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Schwierig, das zu trennen. Würden Sie es denn manchmal gerne getrennt haben? Ich tue das. Ich mache mir da als. Das ist jetzt für mich auch eine sehr deutsche Frage, ja. Also darüber zu philosophieren. Ich glaube, ein Engländer oder ein Italiener wird das gar nicht machen. Man muss mal sehen, wie verbreitet, sagen wir mal, nennen wir das jetzt mal die bedürfnisorientierte Tauschbeziehung, wie verbreitet dieses Tauschgeschäft ist. Da müssen Sie nur durch München, Hamburg oder Berlin fahren. Da sehen Sie jede Menge Porsche Cayenne mit 25-jährigen Mädels drin und 60-jährige Männer, die daneben sitzen. Und dann werden Sie nicht auf die Idee kommen, dass das mit Geld nichts zu tun hat. Ja? Also es ist aber auch nicht verurteilenswert. Es sind Bedürfnisse, die die Menschen haben und die für sie so einen hohen Stellenwert haben, dass sie sagen, wenn die erfüllt sind, dann empfinde ich das als Liebe, basta. Der Trend in der Gesellschaft geht natürlich in eine andere Richtung. Dadurch, dass Frauen immer materiell immer gleichberechtigter werden, immer unabhängiger werden, begeben sie sich immer seltener in eine materiell abhängige Position. Also dann werden andere Dinge Kriterien für Liebe. Also zum Beispiel ein freundschaftlich guter Umgang, das heißt, mein Glück liegt dir am Herzen. Oder ein leidenschaftlicher Umgang, das heißt, ich muss meiner Liebe Ausdruck geben, indem ich dir Zuwendung schenke. Und da gehört natürlich auch Geld zu. Geld ist auch Zuwendung. Wenn Sie bei einer Frau Feuer fangen und es kommt zu so einer Annäherung, machen Sie dann auch durchaus mal gerne Geschenke? Und wenn ja, was sind das so für Geschenke? Ja, das kommt schon vor, ja. Aber das steht nicht. Auch irgendwas, Klamotten oder so. Ich meine, das ist schon. Wollen Sie es dann zurückhaben, wenn es dann vorbei ist? Nein. Ja, da kommt die Pragmatik raus. Ja, gut, eigentlich, das ist nicht jetzt so. Das eskaliert auch jetzt nicht so, dass ich da also jetzt solche. Also da geht es nicht um Millionen, ne? Sie sind großzügig, würden Sie sagen. Also in einem gewissen Rahmen würde ich mal sagen, ja. Aber da gibt es einen Rahmen. Das würde mich so interessieren. Sagen Sie doch mal, ist meine es eine... Millionen, also bitte? Ich nenne ungern Zahlen. Noch keine Zahlen. Aber, nur so ein paar Tausend. Dass mir jemand mal ein Geschenk macht, das ist eigentlich für mich normal, ja. Für so ein paar Tausend? Oh, vielleicht, ja. Es kommt drauf an, wer es ist, wie gut man jemanden kennt oder wie lange das geht oder welche Art Beziehung das ist oder so. Also nicht jemanden, den ich überhaupt nicht kenne oder so. Was wir jetzt hier besprochen haben, ist abwegig. Das nochmal genau, bedürfnisorientierte? Bedürfnisorientierte Tauschbeziehung. Tauschbeziehung. Also wenn Sie in die Urzeit zurückgehen, wo die Paarbeziehung anfing, das war ja eine geschlechtliche Bindung. Da war keine Versorgungsbeziehung. Die Versorgung hat die Sippe gewährleistet. Da waren Mann und Frau zusammen, um sich Bedürfnisse zu erfüllen, nach Nähe, nach Sexualität. Dann hieß das eben Fleisch gegen Sex. Frauen haben Männern Sex angeboten für Fleisch. Und es gibt auch Völker, in denen die Frauen den Männern Geschenke gegeben haben für Sex. Das war aber eine ganz normale Sache. Warum war das möglich? Das war kein Business, ja? Weil beides gleiche Bedeutung hatte. Was für den einen eine große Bedeutung hat, hat für den anderen die gleiche Bedeutung. Und dann kann man es austauschen. Und dann ist es auch persönlich. Trotzdem freut man sich irgendwie, dass manche Zeiten auch vorbei sind. Das weiß man nicht vorbei. Ja, also, auf eins möchte ich aber noch mal hinaus. Sind nicht vorbei. Was ja wichtig ist, wir reden hier natürlich über eine Luxuswelt. Ja, Millionen auf dem Konto zu haben, das ist ja eine privilegierte Situation, wenn wir über die Liebe und das Liebegeld reden. Das Häufigere ist ja das genaue Gegenteil. Dass man also in Beziehungen vielleicht mal gar nicht weiß, wie man die nächste Miete bezahlt. Dass man sich wirklich um die Existenz Sorgen macht. Wenn man in so einer Liebe drinsteckt, wie beeinflusst das die Partnerschaft? Es kommt auf den Umgang damit an.
Man muss sich auf einen Umgang einigen und der Umgang mit dem Geld muss von der Beziehung bestimmt sein. Ich sage immer, die Beziehung muss die Hosen anhaben. Wenn Sie eine gute freundschaftliche Beziehung haben, dann muss der freundschaftliche Umgang mit Geld im Vordergrund stehen. Und das heißt, es muss Wohlwollen dahinter stehen, das Glück des anderen, und es muss einen Ausgleich von Geben und Nehmen geben. Die Regel dabei ist, was den einen glücklich macht, darf den anderen nicht unglücklich machen. Wenn Sie die Fassade ansprechen, Herr Leffner, wie viel von Ihnen ist auch Show und Fassade, mal ganz ehrlich gesagt? Fragen Sie die anderen, die mich kennen. Ich, das ich, müssen Sie doch selbst am besten. Nö, das weiß ich nicht. Was ist da bei Ihnen? Das ist ja auch verschieden. Wissen Sie, ich erscheine ja auch den Leuten verschieden. Ne? Ich bin ja auch nicht immer ganz gleich. Ne? Wir haben ja viele Persönlichkeiten, nicht nur eine. Herr Heinze, wenn wir über die Einstellungen zum Geld reden, dann muss man sagen, Sie haben auch eine ausgeprägte Einstellung zum Geld, wenn auch eine ganz andere. Ja, das ist sehr gut, er ist sparsam. Er hat genau dasselbe gemacht. Ist gut. Also gerade, wo wir das mit der Fassade haben, das finde ich recht interessant. Also ich denke, in Deutschland, in anderen Ländern ist das nicht so ausgeprägt, ist diese Eifersucht auf andere sehr hoch. Also wenn jemand zeigt, er hat Geld, dann hat es gleich so einen negativen Touch. Manchmal ist das wirklich so. Man belächelt es dann, wenn da jemand kommt mit einem protzigen Auto und mit der fetten Uhr und weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist in anderen Ländern nicht so. Und auch andersrum, die Fassade, wenn man nicht so viel Geld hat und man möchte nach außen aber so wirken, als hätte man alles. Ich finde es interessant. Also ich bin in der Familie aufgewachsen. Wir hatten eigentlich immer genug Geld, wir waren nicht darauf angewiesen zu sparen, wir haben es aber trotzdem getan. Und nach außen hin haben wir eben nicht gezeigt, da ist was vorhanden. Also klar, man kam immer klar und es hat alles funktioniert und es ist alles abgesichert. Aber man hat weder das Geld gezeigt, noch hat man es versteckt. Also Ihre Eltern waren schon sparsam und so wurden Sie auch erzogen, kann man sagen. Gab es in ihrer Heimat, in ihrem Zuhause denn auch manchmal zwischen den Eltern dann mal Reibereien oder so ein bisschen, dass sie sich in die Haare gekriegt haben? Mensch, du hast gerade zu viel gekauft und hätten wir uns das nicht sparen können? Also ich bin mit einer Vorratskammer aufgewachsen. Aha. Ich habe dann mitbekommen, dass in anderen Teilen der Familie, da war ich bei einer Großcousine, ja, die hat dann am Wochenende gesagt, wir haben keine Milch mehr, wir müssen mal runter zur Tankstelle. Und da war ich als Kind ganz erschrocken, weil bei uns waren unten immer zwei Steigen Milch. Und dass die mal aus ist, das ist ein Grundnahrungsmittel, das kann überhaupt nicht sein. Und da habe ich gemerkt, dass Familien doch anders umgehen mit Geld. Und dieses Sparen, dass samstags die Prospekte kommen und meine Mutter dahin rumgeblättert hat und dann gesagt hat, das kaufe ich jetzt und das. Und dann kaufe ich halt nicht eine Packung Kaffee, sondern fünf. So bin ich aufgewachsen. Ich kann schon mal verraten, diese Tradition haben Sie durchaus fortgesetzt. Die habe ich noch etwas extremer. Sie haben sich auch schon seit vielen Jahren immer um ein kostengünstiges Leben bemüht. Sie waren auch mal Produkttester und hatten dadurch Vorteile. Und ich glaube, seit 2013 haben Sie eine neue Leidenschaft, nämlich Coupons, Rabattmarken. Wie ist diese Leidenschaft da plötzlich entstanden? Angespornt eigentlich durch eine Sendung aus Amerika. Mhm. Und da geht es halt darum, dass man das noch extremer macht, dass die Leute dann wirklich einkaufen gehen und der Kassenbetrag am Anfang $1,000 beträgt und am Ende noch 2 oder 3. Und ich habe schon immer geguckt in den Prospekten, was so an Coupons drinsteckt und wo man noch sparen kann. Habe auch ein paar eingesetzt, also schon länger, als schon weit vorher als 2013. Aber dann kam der eine entscheidende Deal, der mich dann gefesselt hat. Und das waren damals Männerrasierer mit einem 5-Euro-Coupon. Und die haben mit einer Sonderedition 4,99 gekostet. Und das war so das erste Schlüsselerlebnis. Ich stehe an der Kasse, bekomme das Produkt kostenlos, nur weil ich ein kleines Zettelchen abgebe, was die Kassiererin mit einscannt. Und ich hatte damals 20 Rasierer mitgenommen. Und, ja, warum und, auch nicht? Nein, das braucht man immer. Also das Ding war für mich, ich habe dann überlegt, was kosten denn die Klingen? Warum sollte ich denn jetzt nur einen mitnehmen? Irgendwann ist das Angebot rum und dann sitze ich da, habe diesen Rasierer und muss die Klingen teuer nachkaufen. Also nehme ich 20 Stück mit. Man muss aber dazu sagen, Sie sind Speditionskaufmann, arbeiten in einem Logistikunternehmen. Das heißt, Sie kommen so finanziell eigentlich gut klar und trotzdem ist diese Leidenschaft da. Also ich müsste eigentlich gar nicht so sparen, aber es ist eben eine Leidenschaft. Also es ist ein Jäger. Jäger und Sammler, das ist eigentlich so der richtige Begriff. Ja, werden also die Sachen nachher verkauft dann? Teurer oder sind die werden verteilt in der Familie. Während zu Hause, also bei mir also zu Hause sieht es aus wie ein Drogeriemarkt. Das ist wirklich schön. Okay. Wir sehen das gleich auch noch. Eine Frage nur noch vorab. Sie sind ja die Liebe und das liebe Geld.
seit 3 Jahren jetzt mit ihrem Freund, nee, seit 4 Jahren mit ihrem Freund zusammen, seit 3 Jahren gibt es diese Leidenschaft, also die ist da entstanden. Geht der denn da mit dieser Leidenschaft? Ja, er kommt aus dem Schwabenländler, also der hat das so, ne? Im Blut. Und, also, ich weiß noch, wie ich anfing und so die ersten Angebote und Deals wirklich rausgesucht habe. Da hat er auch gesagt, du bist völlig plemplem. Also, du sitzt jetzt zu Hause und vor allem, ich habe ja am Anfang noch viel probiert. Also, ich habe dann so ein Produkt genommen und geguckt, was sagt die Kassiererin. Darmbinden zum Beispiel, ne? Darmbinden, genau. Also ich hab einmal eine Packung Darmbinden mitgenommen. Da war ich allerdings auch mit Couponfreunden unterwegs. Und da meinte die eine Freundin zu mir, guck mal, hier ist noch die Sonderpackung. Da müsste das eigentlich funktionieren. Und dann hat funktioniert. Ich hatte dann 20 Cent Gewinn am Ende. Und die Darmbinden. Und hab dann, ja, großartig. Ja, also ich habe dann von einem Freund erzählt bekommen, ja, bei ihm in der Heimat in Polen, da benutzen die manchmal auch Darmbinden, um das Auto wieder freizukriegen im Winter. Hoffentlich unbenutzte. Ja, das wäre es jetzt. Also das scheint ja ein ganz neuer Trend zu werden. Nee, das habe ich dann auch nicht ausprobiert. Also. Okay. Also, ich finde, wir sollten uns jetzt auch mal ein Bild davon machen. Und eins muss man sagen, was Sie machen, das machen Sie professionell. Ich hab schon alles. Posten raufen, ob es geht mir gut. Oh, ich kauf mir was. Kaufen macht so viel Spaß. Ich könnte ständig kaufen gehen. Ja, Herr Heinze und die Coupons. Was sagen Sie so zu der Supermarktatmosphäre zu Hause? Also, ich glaube, ich mache das auch. Ich fange mit den Darmbinden an. Ich finde das total. Also erstmal finde ich, dass man jedes Bedürfnis, was man hat und was einen weiterbringt, ausleben sollte unbedingt, weil es macht sie ja offensichtlich total glücklich. Er macht es mit Leidenschaft. Ja, er macht es mit Leidenschaft. Und was auf jeden Fall so ist, wenn man nicht sparsam ist, wird man auch niemals in diesem Leben zu Reichtum kommen. Wie zeitintensiv ist denn das Ganze? Ich meine, Sie müssen da ja recherchieren. Extremst. Und dann, also, extremst. Das ist halt ein Hobby. Das läuft eigentlich immer nebenbei, in jeder freien Minute, wo man aufs Handy guckt. Man ist ja dann in verschiedenen Facebook- und WhatsApp-Gruppen. Und wir haben ja dann auch relativ schnell gemerkt, in Facebook ist das auch alles so ein bisschen verworren. Also da kann man das nicht so gut sortieren. Und, also wir, Ihr Freund, guckt dann da auch? Ja, genau. Also er übernimmt das Technische und ich übernehme dann den Kontakt zu anderen Leuten, die Sachen raussuchen. Ja. Und tauschen Sie auch untereinander? Ja, klar. Also man ist in verschiedenen Gruppen. Also ich glaube, in WhatsApp bin ich allein in 10, 15 Gruppen. Und wenn man dann morgens aufsteht, hat am Abend um 11 das letzte Mal aufs Handy geguckt, geht dann so langsam ins Bad und sieht dann 350 neue Nachrichten. 350? Ja, also locker. Sind Sie da auch ein Tick süchtig jetzt schon nach Coupons? Ja. Also ich bin süchtig nach dem Kick, nicht nach dem... Nach dem Coupon-Kick? Ja. Also das auf jeden Fall. Ich bin nicht süchtig nach den Produkten an sich, sondern einfach dieses an der Kasse stehen, der Betrag ist relativ hoch und ich bekomme den jetzt runter. Und wie es nur irgendwie geht. Wir haben ja auch Ihr Zuhause gesehen. Wissen Sie da von diesen ganzen Sachen, die da rumstehen, dann auch noch den Preis? Ja. Und hat alles noch so seine Geschichte? Man hat zu jedem Artikel die Geschichte, manche Artikel... Also die Angebote wiederholen sich ja. Teilweise wiederholen sich auch die Coupons. Man hat das irgendwann im Kopf und weiß, okay, jetzt habe ich noch so und so viele Packungen Waschmittel. Wenn die aufgebraucht sind oder die sind ungefähr in so und so vielen Monaten aufgebraucht, jetzt nach der letzten Aktion wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre nicht mehr, aber der Preis war zu verlockend. Also, wir sehen gerade auch noch mal so ein Riesenbataillon mit Katzenfutter. Der Haken dabei ist auf den ersten Blick, aber Sie haben gar keine Katze, ne? Nee. Ich habe keine Katze, aber wir sind eine katzenliebende Familie. Okay.
Sprich, meine Mutter hat zwei Katzen, in der Familie von meinem Freund sind auch noch mal drei. Meine beste Freundin hat auch eine. Das sind dann die Geburtstagsgeschenke quasi. So, so in der Art. Die kommen dann immer mal mit so einem kleinen, wahrscheinlich haben sie auch noch so einen Wagen, womit sie dann angefahren kommen. Ja, das ist lustig. Dadurch, dass man dann auch bekannt ist in den ganzen Supermärkten und Drogeriemärkten. Freuen die sich denn, wenn sie kommen? Ja. Ja? Also, okay. Am Anfang war das noch so ein bisschen, jetzt kommt der wieder mit seinen Zettelchen. Und irgendwann fangen die Kassierer aber auch an und merken, huch, da kann ich ja sparen und nutzen es dann auch selber. Also man tauscht sich dann auch aus. Und, es gibt so Expertentipps. Ja, ja. Ja gut. Das klappt jetzt, weil die ein Hobby teilen. Ne? Ja? Wenn jetzt ein Partner kaufsüchtig wird und der andere verdient Geld, wird es schwieriger. Ne? Dann kann man sagen, also die Freundschaftsebene, ein Hobby teilen, ja. Interessen teilen. Dann muss man sagen, nee, das ist für mich schlecht. Und auch wenn es dir gut tut, da spiele ich nicht mit. Ne? Die Frage ist in der Tat, wie lebt man das denn im Alltag mit dem Partner? Nun sind Sie da ja offensichtlich ein Dreamteam, die sich gegenseitig, aber trotzdem, ja. Ich will nicht indiskret sein, trotzdem mal eine Frage. Wie sieht es denn im Schlafzimmer aus? Ist da denn schnäppchenfreie Zone? Nein, das, was man gerade gesehen hat, war das Schlafzimmer. Oh. Okay, angenommen. Ihr Freund sagt nun nach ein paar Jahren, hey, diese Coupon-Sache war ja ganz nett, aber ich kann es nicht mehr sehen, diese ganzen Dosen da, wenn ich im Schlafzimmer liege, was auch immer, das Regal oder ich. Was denn dann? Also wir hatten schon mal so eine ähnliche Situation. Oh. Oh. Das, aber das war eher, wir brauchen Platz. Und, getarnt, so ein bisschen getarnt. Ja, also ich habe hab auch schon Sachen bestellt, die ich wirklich, also die Damenbinden hatten wir ja vorhin schon als Thema. Ja. Ich habe aber auch schon Pferdefutter bestellt, weil es kostenlos war. Und habe mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt wohnen wir im dritten Stock und da kamen dann zwei 28-Kilo-Säcke an. Und ich war auf der Arbeit, er war dann zu Hause und der Postbote hat geklingelt und hat darum gebeten, dass er das doch bitte hochschleppt. Und er hat alles unten stehen lassen und ich habe dann irgendwie zugesehen, wo ich das dann hinschaffe. Und ja, das Tierheim hat sich dann gefreut, weil die hatten Esel und können das da eben verfüttern. Also und so mache ich das halt auch. Irgendwie sind Sie da auch in gewisser Weise ein Freak, aber es ist erstmal lustig, oder? Ja. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Jetzt haben Sie ja gesagt, Ihre Eltern waren sparsam, haben sich auch immer so ein bisschen gekebbelt darum, was man sich nun leisten muss und was nicht. Setzen Sie das in gewisser Weise fort? Also leben Sie eigentlich nicht in der Partnerschaft das weiter, was Sie schon als Kind erlebt haben? Also da muss ich sagen, ganz klar nein. Ja. Mein Vater ist zum Beispiel so der Typ, der hat sich einen neuen Computer gewünscht, hat sich ein Modell rausgesucht und dann ewig lange gewartet, bis es eigentlich schon Auslaufmodell war, aber dann gesagt, der Preis passt jetzt. Mhm. Und da bin ich das komplette Gegenteil. Also diese Lebensmittel oder Drogerieartikel, die ganzen Geschichten. Ich habe vorhin schon so im Gespräch gesagt, ich würde ein Shampoo für über 10 Cent gar nicht mehr kaufen, weil ich weiß, es gibt immer wieder irgendwelche Angebote, wo ich sie kostenlos kriege. Welche Probleme können denn entstehen? Sie haben das ja schon angedeutet. Wenn der eine jetzt ein Sparfuchs ist und der andere gibt gern Geld aus, vielleicht sogar mit vollen Händen. Was kann dann passieren in der Partnerschaft? Also das nennt man unterschiedliche Geldstile, individuelle Geldstile. Und der Hauptfehler, den Paare machen, ist, dass sie versuchen, einen gemeinsamen Geldstil zu finden. Ja? Sich in der Mitte zu treffen oder so. Nee, da muss man einfach sagen, das ist dein Spleen, ich habe einen anderen. Dann bitte hast du dein Geld und ich meins, weil für deinen Spleen will ich nicht aufkommen. Man muss das dann trennen. Dann geht das. Wenn man das nicht trennt, gibt es dauernd Streit. Heißt das, jeder hat seinen Geldstil und den kann man gar nicht ändern? Geldstile zu ändern ist äußerst schwierig. Die ändern sich durch Krisen, durch Einbrüche. Aber das sind tiefsitzende Gewohnheiten. Und natürlich sagt sich einer, Sie haben es vorhin angedeutet, man kann sich nicht aufs Geld betten im Sarg. Es nutzt nichts, wenn man es tut. Der eine gibt gern aus, der andere vererbt gern an seine Kinder. Und da muss man sagen, und ich treffe Paare, die machen das, zum Beispiel oft ältere Paare, die sagen, jeder hat ja sein, wenn sie älter sind, zusammenkommen. Jeder hat sein Leben gelebt. Und das Geld, was er jetzt gespart hat, viel oder wenig, dafür hat er eine Verantwortung übernommen. Und da habe ich keine Zukunft drauf und will ich nicht. Wenn man das so getrennt hält, geht das. Wenn man einen gemeinsamen Geldstil entwickeln will, und das ist ja, was leider Gottes auch von etlichen Paarberatern oder so empfohlen wird, dass man immer einen Kompromiss schließen soll. Um Gottes Willen nur keinen Kompromiss schließen da, sondern einfach sagen, jeder soll seinen Spleen behalten, aber wir gehen so damit um, dass ich bitteschön nicht die Verantwortung dafür übernehmen muss und mich Tag und Nacht schwarz ärgere.
Frau Aldenhoff, wir sprechen Sie heute nicht bei Ihrem richtigen Namen an. Das hat auch damit zu tun, dass Sie noch mitten in der Geschichte drin sind und auch Ihre Familie da schützen wollen. Ihre aktuelle Situation sieht so aus, dass Sie immer noch verheiratet sind. Sie haben mit Ihrem Mann 3 Kinder zusammen. Ihr Mann hat Sie aber betrogen mit einem anderen Mann. Sie haben noch versucht, da einen Weg zu finden. Das hat aber nicht so funktioniert. Sie haben außerdem einen Ehevertrag. Trotzdem hängen Sie finanziell noch in der Luft. Das ist mal die Kurzfassung. Wir gehen da gleich noch mal näher drauf ein. Aber wie geht's Ihnen heute? Gut. Gut? Trotz all dieser Schwierigkeiten und Unsicherheiten? Ja, ich habe 3 gesunde Kinder, die mich erfüllen. Und alles andere wird sich zeigen. Sie haben Ihren Mann wann kennengelernt? Wie lange ist das her? 20 Jahre. Sie waren beide noch Studierende, glaube ich? Genau. Und was hat denn da gleich gepasst? Erzählen Sie mal. Das ist ein bisschen spezieller. Wir haben uns, obwohl es schon 20 Jahre her ist, im Internet kennengelernt. Also Pioniere fast. Genau. Hat keiner verstanden und nachvollziehen können, aber da haben die Inhalte gepasst. Also wir haben uns ja auch optisch erst danach kennengelernt und es hat alles gestimmt und ja. Seine Familie ist vermögend, muss man dazu sagen. Auch dort ist eine Firma im Hintergrund. Sie wussten, Mensch, der wird da wahrscheinlich auch was erben oder auch die Firma übernehmen. Hat das bewusst oder unbewusst bei der Entscheidung, mit ihm zusammenzugehen, schon eine Rolle gespielt? Also rückblickend würde ich sagen, unbewusst ja. Einfach aus diesem Sicherheitsfaktor, weil ich so eine Sicherheitsliebhaberin vielleicht bin und aus eher einfachen Verhältnissen komme. Aber jetzt bestimmt nicht also die entscheidende. Also da war diese Ungleichheit da. Er hatte viel, Sie hatten noch nicht viel. Hatten Sie denn dann über das Geld auch offen gesprochen in Ihrer Beziehung? Nö, anfangs gar nicht. Da hat es ja auch keine Rolle gespielt. Wir haben eine Fernbeziehung geführt, wir haben beide studiert. Und aus dem Studium heraus habe ich dann eigentlich sehr gut verdient. Und er war immer noch Student. Ja, und dann habe ich mein Studium an den Nagel gehängt, weil ich so schön verdient habe. Und habe gesagt, na gut, und wenn du dann fertig studiert hast, dann studiere ich weiter. So weit kam es dann leider nie. Ist es nicht auch schwierig, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, über Geld zu reden? Wenn man sich kennenlernt, will man nicht gleich reden. Wenn man entscheidet, zusammenzuziehen, will man nicht reden. Wenn man dann heiraten will, dann will man auch irgendwie lieber über die Listen der Einladung. Wenn es im Rosenkrieg geht, will man auch nicht mehr reden. Will man auch nicht mehr reden, genau. Also ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Also ich glaube, dass es einer jungen Frau, die Anfang 20 ist oder... Der Fehler ist ganz eindeutig folgender. Paare, weil ja dieses große Wort Liebe darüber hängt und weil sie nur dieses eine Wort haben und nicht unterscheiden können zwischen den Liebesformen, ja, die weigern sich, die Beziehung vom Ende her zu denken. Und sobald man Verpflichtungen miteinander eingeht, muss man das tun. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kriege eine E-Mail von einer 70-jährigen Frau, die mit einem 23-jährigen jüngeren Mann zusammen war. Und sie haben geheiratet. Nach der Heirat hat sie ihm aus Fairness das Haus überschrieben, zur Hälfte. Ein paar Jahre später haben sie scheiden lassen. Damit war ihre Altersversorgung hinüber. Gedacht hat sie sich das natürlich anders, nämlich als gemeinsames fürs Alter. Die hat aber die Beziehung nicht vom Ende gedacht. Hätte die sich hingesetzt und hätte gesagt, ja, Moment mal, wenn wir jetzt in 5 oder in 10 Jahren auseinandergehen, sollte ich ihm da jetzt das Haus zur Hälfte überschreiben, hätte sie es nicht getan. Und das gehört mit in diesen Tabubereich. Sie schließen eine Lebensversicherung ab, sie denken vom Ende her. Sie schließen eine Unfallversicherung ab, sie denken vom Ende her. Ne? Nur unter diesem romantischen Anspruch der Liebe, da darf man ja nicht an Geld denken. Und auf der Partnerebene ist das fatal. Sie haben dann 2003 geheiratet, Sie wurden schwanger. Sie haben auch einen Ehevertrag gemacht. Auf wessen Initiative? Ich glaube, um der Schwiegermutter einen Gefallen zu tun. Die wollte das. Ich glaube, die hat sich damit wohler gefühlt, ja. Was wurde da geregelt in diesem... Da wurde eigentlich geregelt, dass die Firmen außen vor bleiben. Also sozusagen das Familienkapital bleibt bei der Familie und daran haben Sie keinen Anteil. Wie war das für Sie? Hat Sie das irritiert, dass die Schwiegermutter da mit hinten drin hing? Nö, damals nicht. Damals nicht. Und sie lebt mittlerweile nicht mehr. Wie hat sich ihr Verhältnis so entwickelt mit ihr? Mit der Schwiegermutter? Ja. Und sie war verlässlich. Sie war, was finanzielle Sachen anging, sehr gerecht. Hat sich da bemüht. Aber es war auch das Einzige, was sie aufwiegen konnte, materialistisch. Also emotional war sie da eher etwas kühler. Wie war denn Ihre Beziehung zu Beginn? Würden Sie sagen, es war eine glückliche, leidenschaftliche Beziehung, so wie Sie sich das vorgestellt haben? Absolut, ja. Ja? Und wann kamen da Brüche rein? Na ja, dadurch.
Durch das Geld? Nein, dadurch, dass sie ausgeschlossen ist aus der Partnerschaft. Mhm. Da war der erste Bruch drin, ob man es wahrnimmt oder nicht. Der Mann hat ihr gesagt, ich möchte dich nicht teilhaben lassen an meinem Leben. Deshalb mache ich einen Vertrag, der dich daraus ausschließt. So verstehe ich das. Und ja, wenn man aber damals war ich zu verliebt. Das habe ich eben, damals ja so gar eben, nicht wahrgenommen. Kein kühles Partnergeld, sondern Sie haben, heißer Umgang mit kaltem Geld, mit kühlem Geld. Sie haben sich Vertrag. Ja auch, es gab ja auch noch Etappen in der Beziehung sozusagen. Sie hatten sich selbstständig gemacht mit einer Sprach- und Nachhilfeschule für Englisch und Mathe. Das ist auch gut gelaufen. Aber irgendwann haben Sie entschieden, ich mache da nicht mehr weiter. Warum haben Sie das aufgehört? Naja, weil ich dann 3 Kinder hatte und das Personal zu finden, was da gepasst hätte, es war nicht so. Und dann hatte ich die Kraft auch nicht, die weiterzuführen. Ich habe sie verkauft und habe mich meinen Kindern erstmal gewidmet. Was hat sich dadurch verändert? Auch viel. Erzählen Sie mal. Ja, es war nicht mehr das eigene Geld, was man ausgegeben hat. Ja, wenn man irgendwie mein Geld wurde immer verlebt, was ja auch in Ordnung war. Weil es war ja ein gemeinsames Projekt, was man sich vorgenommen hat für die Zukunft, fürs ganze Leben, gemeinsam alt werden. Aber sein Geld wurde nicht verlebt. Nee. Da ist die Schräglage, ne? Ja, also da kommt auch so ein schlechtes Gewissen hoch, wenn man was ausgibt oder die Schuhe vielleicht ein bisschen teurer waren oder also, da schluckt man mal kurz. Wenn man selbst Geld hat und man leistet sich was, weiß man, kein Problem. Das macht voll Spaß, ja. Ja, wenn man das Geld des anderen irgendwie angeblich nimmt, obwohl sie ja auch was für die Familie geleistet haben. Was hatte er denn für eine Einstellung zur Sparsamkeit? Also ich kaufe gern teure, weil hochwertige Lebensmittel, da kann er nur bedingt Verständnis für aufbringen. Mhm. Ja. Und Ihre Kinder, wie ist das da? Was investieren Sie da? Also klar in die Bildung, Sport, Musik etc. Das kommt aber schon auf meine Initiative hin. Die Kinder könnten ja auch einen Nachmittag zu Hause verbringen. Mhm. Oder alle. Oder. Hat's denn auch mal, haben Sie darüber, sind das in Nebensätze, die dann so fallen? Mensch, musste das denn sein? Oder haben Sie sich da mal richtig gekracht deswegen? Also schon viele Nebensätze, aber irgendwann schlucke ich die dann nicht mehr. Und dann eskaliert es schon. Hm. Ja, aber man traut sich auch nicht drüber zu reden. Also es gab ja dann auch noch mal eine gute Phase. Da haben Sie eine Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin. Mhm. Das ist etwas, was Sie auch immer noch ausfüllt. Hat Ihr Mann das jetzt nicht nur finanziell, sondern auch emotional unterstützt, dass er gesagt hat, ja, geh diesen Weg? Also jetzt nicht so offensiv. Er hat es mitgetragen und auch großzügig finanziert. Aber es war auch in der Phase, wo unsere Beziehung schon in einer argen Schräglage lag. Also wie hat sich das ausgedrückt? Wie hat sich das angefühlt, diese Schräglage? Wodurch? Ja, weil er zu Hause schon doch permanent mit einem schlechten Gewissen eigentlich zugange war und sich jetzt auch nicht mehr so mental am Familienleben beteiligt hat. Zu dem Zeitpunkt hatten wir Distanz. 2 Kinder, genau, als ich meine Ausbildung gestartet hatte. Ja. Sie haben noch mal ein großes Haus sich gekauft. Das ist ja, dann nimmt man ja auch Darlehen auf, da sind Verbindlichkeiten. Waren das seine Belastungen oder auch Ihre Belastungen? Das sind rein finanziell seine Belastungen, weil es auch sein Haus ist. Vor 5 Jahren gab es dann noch einmal etwas, was die Situation verschärft hat. Sie haben durch Zufall erfahren, Ihr Mann geht fremd mit einem anderen Mann. Die Sache wollen wir gar nicht so sehr vertiefen, weil das ist jetzt nicht so sehr unser Thema. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass Sie eigentlich sehr stark und ja auch besonders reagiert haben, weil Sie gesagt haben, ich möchte eigentlich, dass er seine schwule Seite auch noch ausleben kann in gewisser Weise. Ich könnte mir eine Konstellation vorstellen, dass er dem nachgeht, aber ich bin die Nummer 1 hier zu Hause und in der Ehe. Das Ganze hat dann nicht so richtig funktioniert. Würden Sie sagen, dass die Bemühungen trotzdem richtig waren, diesen Weg zu gehen, festzuhalten an Ihrer Ehe und ihr eine Chance zu geben? Stand heute, ja. Also ich habe meinen Mann geliebt und wenn das zu ihm gehört, dann möchte ich auch das lieben, so gut ich kann. Und diese Kraft hatte ich. Ich kann natürlich nicht sagen, wie frei ich in meiner Entscheidung da gewesen bin, mit 3 Kindern und finanziell abhängig, aber es war schon immer so meine Sache, wenn das zu ihm gehört, dann habe ich auch dazu ja gesagt. Sie sind dann gleichzeitig aber auch zu einer Anwältin gegangen und haben eine Ehekrisenvereinbarung getroffen. Was ist denn das? Also das ist eigentlich der Fall für den Moment, wenn die Scheidung dann kommt, dass man sich bis dahin eigentlich gütlich einigt und es einfach jetzt vereinbart, wie es dann sein wird. Ist denn klar, dass Sie die Scheidung wollen? Stand heute nein. Was hält Sie davon ab?
Das Geld. Das Geld. Also emotional würden Sie sich eigentlich gerne lösen. Aber inzwischen wäre ich so weit, ja. Aber das Geld steht noch daneben. Sie haben ihm ja auch irgendwann vor die Wahl gestellt, als es dann nicht mehr ging in dieser Dreierkonstellation. Dein Freund oder ich, er hat sich eigentlich für den Freund entschieden, wenn ich das richtig verstehe. Ja, aber ich habe ihn nicht vor die Wahl gestellt. Ja, aber das kam von anderer Seite. Okay, aber er hat sich eigentlich jetzt dafür entschieden. Ist er denn noch oft zu Hause? Wie sieht denn diese Situation jetzt aus? Also die Situation sieht so aus, wir haben uns eigentlich für so ein Nestmodell entschieden. Das heißt, es gibt ein Familiennest und eigentlich sind Mutter und Vater abwechselnd zu Hause. Das scheitert also im Moment daran, dass ich keine eigene Wohnung habe. Zum einen finanziell, zum anderen emotional möchte ich es meinen Kindern Stand heute nicht zumuten, dass ich auch noch partiell aus dem Haus ausziehe. Das heißt, er ist momentan mehr oder weniger am Wochenende zu Hause. Und Sie würden gerne eigentlich eine andere Wohnung haben, aber können es ja nicht, weil Sie das finanziell sich nicht leisten können. Ziehen Sie bei mir ein. Wirklich, kommen Sie einfach zu uns. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern mental momentan zumuten möchte, dass sie ihre Mutter auch noch partiell verlieren. Also ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt wäre. Also es sieht aus wie in gewisser Weise wie eine verfahrene Situation. Wie haben Sie denn das Gefühl, wie kann man da rauskommen? Also Sie möchten sich lösen, können aber nicht lösen, weil Sie finanziell noch gebunden sind. Wie können Sie sich daraus befreien? Indem ich einfach meine Selbstständigkeit weiterentwickle, da bin ich auch dran und da einfach mehr finanzielle Unabhängigkeit gewinne. Aber ganz kurz, er hat doch mit Ihnen drei Kinder gezeugt und ist doch irgendwie auch verantwortlich dafür, aufzukommen. Also so wie ich das verstehe, ist ja Ihr Mann auch nicht unvermögend. Das heißt, wenn Sie beschließen, ich gehe aus dieser Beziehung raus und nehme mir eine Wohnung mit den Kindern, könnte man doch nach 20 Ehejahren davon ausgehen, dass er da auch etwas dazu beifügt, zumal es ja irgendwie auch ein bisschen an ihm liegt, oder? Ja, aber die Liquidität reicht dafür nicht aus. Das Vermögen schon, aber nicht die Liquidität. Das heißt, und wie kann man ihn jetzt liquide machen? Ich hätte da so ein paar Ideen, aber es ist ja nicht mein Geld. Sind Sie das ist nicht mein Vermögen. Entweder muss man auch manchmal mit schwierigen Situationen leben oder man findet über einen Anwalt eine Möglichkeit, was bei Selbstständigen sehr schwer ist. Die können ihr Vermögen immer verschleiern. Also, aber deswegen sage ich, mal besser vom Ende denken und dann sich vorher überlegen, auf was man sich einlässt und aber nicht. Das zeigt sich ja auch, wir reden eigentlich vordergründig ja auch über Geld. Aber dass sich dahinter eigentlich, dass es sowas wie die Spitze des Eisbergs ist und dahinter zeigen sich dann aber auch noch diese vielen anderen Probleme, die es in der Beziehung dann gibt? Ja, also Geld hängt sich natürlich an bestimmten Themen auf. Aber wie gesagt, wenn das Geld in den Vordergrund rückt, dann ist es ein Hinweis auf die Beziehungsqualität. Dann kann man sagen, wir haben eine schlechte partnerschaftliche Verbindung, wir sollten eigentlich kein gemeinsames Projekt starten, also zum Beispiel auch keine Familie. Und wenn einer sagt, ja, komm, wir können heiraten, ich mache aber einen Ehevertrag, der dich alle Ansprüche ausschließt, verlange aber, dass du deine Karriere opferst, dann ist schon von Anfang an schräg. Dann sollte man sagen, ne Freund, ich liebe dich, wir können auch gerne uns weiter lieben, aber partnerschaftlich lasse ich mich darauf nicht ein. Ne? Aus Liebe muss man nicht zurückstecken. Ne? Ja, der tut es ja auch nicht. Er steckt ja auch nicht zurück, weil er die Frau liebt. Ne? Ja, ich glaube, er hat einfach auch noch eine Scham, weil das Vermögen gehört größtenteils auch noch seinem Vater. Also die Familie ist immer noch in den Händen seines Vaters. Und danach mehr zu fragen, was theoretisch möglich wäre, hat schon mit Scham zu tun. Also ihm war Geld immer eher lästig. Und für mich hat Geld ein Sicherheitsfaktor. Ja, aber seine Kinder ja, so leben zu lassen, schämt er sich nicht. Ja, ne? Eben. Also er lebt ja offensichtlich auch seine Bedürfnisse auf anderer Ebene aus. Also da fällt es ihm offensichtlich ja nicht so schwer. Also das zu bewerten, wie sich die Liebe entwickelt hat, dass er sich neu verliebt hat, das ist, glaube ich, wirklich nicht unser Thema, um das nochmal anzuschließen. Aber trotzdem, es gibt ja dann auch mehrere Wahrheiten in einer Beziehung. Ja? Sie haben ihre Wahrheit und da kommt der andere, der hat seine Wahrheit. Was, wenn sich eigentlich beide in ihrer Wahrheit im Rechten fühlen? Wie kann es dann überhaupt einen Ausweg geben aus so einer Situation? Denn das kommt ja häufig vor. Ja, das passiert ja so nur, wenn die das alles vermischen. Wenn man aber sagen kann, jetzt reden wir erstmal über die partnerschaftliche Ebene und dann reden wir darum, was dich und mich glücklich macht. Und dann reden wir auch darüber, wie sehr wir uns eigentlich leidenschaftlich lieben, also ob wir bereit sind, einander zu schenken. Und da geht es ja nicht nur um Geld, da geht es ja auch um Zuwendung, um Zeit, um Aufmerksamkeit, um Begehren und sowas, ne? Und wenn man diese Ebenen so ein bisschen getrennt halten kann, dann kann man auch über sagen, das Geld in der Ebene, da gehen wir kühl mit um, bei dem gehen wir warm mit um, bei dem gehen wir heiß mit um. Dann kann ich aber auch hinterher ein Geschenk nicht zurückverlangen. Ne? Herr Heinze, wie wäre das denn bei Ihnen? Sie sagen immer vom Ende der Beziehung denken. Wenn Sie und Ihr Partner auseinandergehen würden, wäre dann alles klar? Oder
würde dann auch erstmal eine Gefahr entstehen. Also die Wohnung, die wir zum Beispiel haben, jetzt die zweite Wohnung, haben wir ja zusammen bezogen, zusammen ausgesucht. Aber es war klar, es läuft erstmal auf mich. Lustigerweise hat er den Beruf, den er vorher hatte, da hat er mehr Geld verdient als ich jetzt. Aber er hat eben gesagt, ich möchte noch weitergehen. Und dann hat man die Wohnung zusammen, es läuft allerdings auf meinen Namen. Und er unterstützt halt so gut, wie er kann, Hälfte der Miete und was halt sonst noch drumherum anfällt. Sprich Lebensmittel, Kochen, Waschen, was weiß ich. Ja, und ich denke, das ist eben dieses Geben und Nehmen. Und für mich ist es dann auch kein Zurückstecken, wenn ich dann Sachen bezahle oder Sachen plane, die man vielleicht machen könnte. Das ist eher ein Investieren. Und andersrum würde ich es eigentlich auch genauso empfinden, wenn jetzt von seiner Familie irgendwas mir entgegengebracht wird. Das ist für mich immer ein Investieren in die Beziehung. Ich denke, man sieht bei Ihnen, Frau Altenhoff, dass es die Liebe auch ganz viel trotzdem noch mit Ungleichheit, mit unterschiedlichen Rollen, mit einem finanziellen Druck, der sich dann über so eine Beziehung legen kann, zu tun hat. Und ich glaube, man kann nur hoffen, Sie haben gesagt, Sie suchen jetzt den Weg, den selbstbewussten Weg, da auch in die Selbstständigkeit, dass Sie wie auch immer diese Situation für sich lösen und dass das auch für Sie und vor allen Dingen natürlich für Ihre Kinder und Ihre Familie ein Weg ist, den alle gehen können. Ihr Mann, Sie und auch die Familie. Das, glaube ich, mehr können wir gar nicht schaffen jetzt Ihnen auf den Weg geben. Herr Patzelt, wir haben heute auch schon erlebt, dass sich Liebe, Liebeskummer, Schulden, Sucht miteinander auf eine unheilvolle Art und Weise miteinander verbinden. Sie haben das auch mal erlebt. Sie haben jahrelang täglich Geld in die Spielhalle gebracht. Mhm. War Ihnen da immer bewusst, dass Sie damit auch Ihre Ehe riskieren? In wenigen Momenten ja, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Mhm. Heißt, ich hab's verdrängt. Ja, ich wollte die Wahrheit, so wie es wirklich ausschaut, der wollte ich nicht ins Gesicht sehen. Wir haben heute auch schon immer wieder darüber geredet, mit welcher Einstellung zum Geld sind wir denn aufgewachsen. Mhm. Ne? Haben Sie erzählt. Wie wichtig waren Ihnen Geld, Karriere, Autos, Beruf, Erfolg? Wie wichtig war Ihnen das? Also anfangs sehr wichtig. Ich habe in dem Umfeld, in dem ich damals war, ich habe mitgespielt, ja, weil die Gesellschaft es von mir verlangt hat. Ich konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht Nein sagen. Nee, ich mache da nicht mehr mit. Ja, habe mich weiter treiben lassen. Hat auf der einen Seite auch Spaß gemacht, teure Klamotten und Autos und Haus und ich weiß nicht was alles dazugehört. Klar gab es Momente, wo ich habe es mir bewusst gemacht, ja, was willst du das wirklich? Ja. Ich habe dann wieder weitergemacht. Mhm. So, und bin dann, ja, letztendlich, es war eine Sehnsucht, ja, die da in mir war. Ich bin auch nicht offen und ehrlich mit dem Thema umgegangen. Bleiben wir aber erst noch mal einen Schritt zurück, wie sich das überhaupt dahin entwickelt hat. Denn, dass Sie verheiratet waren, hat sich ja auch erst mal entwickelt. Sie haben in Ihrem Nebenjob als Barkeeper Ihre Frau kennengelernt in einer Diskothek. Ja. Sie hat auch schon ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Sie waren damals Versicherungsfachwirt, waren sehr erfolgreich. Mhm. Sie haben sozusagen für das Geld gesorgt. Ihre Frau war zu Hause. War das auch so Ihre Vorstellung von Ihrem Rollenbild, dass Sie derjenige sind, der rausgeht, das Geld bringt, der Versorger? War das so dieses klassische Bild, das Sie hatten? Richtig, ja, ich war es so gewohnt, auch von meinen Eltern. Ja. Der Vater ist in die Arbeit gegangen, mhm. Meine Mutter hat die Kinder erzogen, also wir sind drei Kinder. Und so hat sich das durchgezogen. Ja. Und das war einfach auf meiner Festplatte. Ja. Ich wollte das letztendlich auch, ich habe es auch nicht anders gekannt. Und ja, habe das Spiel erstmal mitgemacht. Haben Sie sich in der Beziehung über Geld unterhalten? War das ein Thema? Hin und wieder ja, aber offen und ehrlich nicht. Mhm. Sie haben auch schnell eine Führungsposition erreicht. Wie glücklich waren Sie? Das haben Sie gerade schon mal angedeutet. Aber wie glücklich waren Sie denn mit all dem zu der Zeit? Also ich selber war unglücklich. Der Mensch Thomas Patzelt war unglücklich. Nach außen hin
eine Fassade aufgebaut, ja, alles toll, so dem Menschen geht's gut, der ist glücklich und ich weiß nicht was, der hat Familie und was alles dazugehört. Aber mir selber, mir ging's nicht gut. Wir haben ja erfahren, wie Sie zu Ihren Coupons gekommen sind. Und ist das eine lustige Geschichte? Aber wie kamen Sie zu Ihrer Spielsucht? In welcher Situation hat sich das ergeben? Gut, also ich hatte damals Zeit zum nächsten Termin. Ich habe im Außendienst gearbeitet. Heißt, ich habe mir den Tag selber gestalten können, so wie ich das wollte. Und hatte dann Zeit bis zum nächsten Termin. Und bin vor einer Spielothek gestanden. Das war damals noch D-Max-Zeiten. Bin reingegangen. Habe mir auch nicht viel dabei gedacht und habe mir die Leute beobachtet. Dann ist mir ein Kaffee angeboten worden. Ich habe damals auch noch geraucht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, 5 Mark, die investierst du jetzt einfach mal. Habe ich gemacht, dann hat es nicht lange gedauert, dann war die Serie da. Ups. Also es war schon auch schon, Mensch, hier kannst du ja richtig mit schnell auch Geld verdienen. Mit wenig Aufwand, ja. Ich glaube, ich bin mit 300 Mark bin ich dann wieder rausgegangen und habe den Termin wahrgenommen und dann war es erst mal gut. Mhm. Und wie hat sich das dann, wie sind Sie weiter reingerutscht dann? Gut, im Nachhinein hat mir dieser Gewinn, ja, mhm, beim Glücksspielsüchtigen fängt die Sucht in der Regel mit einem Gewinn an. Mhm. Und zugleich hat es ein Glücksgefühl bei mir ausgelöst. Mhm. Also was Positives. Ich war unglücklich, ne? Hat was Positives bei mir ausgelöst. Die Sehnsucht, ja, und es ist einfach menschlich, alles was dem Menschen gut tut, will er halt wieder haben. Ja? Sehnsucht. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann habe ich das immer wieder gemacht. Ja? Anfangs gewonnen, ja? Gewinnphase, irgendwann kam dann die Verlustphase. Wie viele Stunden waren Sie dann in der Hochzeit in der Spielhalle? 10, 11, 12 Stunden. Am Tag? Ja. Mhm. Und wie viel am Tag verspielt? Also ich habe es gesagt, anfangs waren es 5 Mark und zu den Hochzeiten zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Wie haben Sie das denn verheimlicht? Sie waren berufstätig. Das war die Kunst. Sie waren in einer Ehe. Ja. Also, 11 Stunden und 1.500 Euro. Ich war dieser Mensch, ja, der wird irgendwann ein Meister der Manipulation. Das Fatale bei dieser Sucht, das ist eine geheime Sucht. So, das heißt, Sie machen das Jahre mit sich selber aus. Bei mir waren es 4 Jahre. Im Schnitt sind es 10 Jahre. Mhm. Ja. Die Menschen das mit sich selber ausmachen. So, gute Frage, wie habe ich es gemacht? Ja, ich habe mir Dinge und Sachen einfallen lassen, ja, weil ich ja nicht wollte, dass man hinter mein Geheimnis kommt. So, ich habe mir eine Fassade aufgebaut, die wurde halt mit der Zeit wurde die immer dicker. Also nach dem Motto, ich habe jetzt noch einen Termin und ich bin beruflich natürlich, unterwegs? Natürlich, natürlich. Oder wie geht's dir? Alles gut. Ja, mir ging es immer gut. Mhm. Und klar, dann auch, oder die Ehefrau, wenn ich abends spät nach Hause kam, warum jetzt erst? Und ja, Termin hat länger gedauert, hat sich verschoben, Stau auf der Autobahn oder ich weiß nicht was. Also ich hatte immer, habe ich gedacht, eine passende Antwort bereit. Und es waren aber kleine Momente da, wo Sie gemerkt haben, das läuft nicht so. Das war aber trotzdem nicht dieses Gefühl, jetzt muss ich die Notbremse ziehen? Nein, ich habe es ja verdrängt. So, und irgendwann habe ich das, ich konnte nicht mehr kontrollieren. Ja, also es war dann krankhaft irgendwann. So ein schleichender Prozess. Mhm. Es hat, weiß nicht, soll es ein halbes Jahr, ein Jahr gedauert haben, bis ich dann in der Sucht drin war. Und ja? dann brauchten Sie natürlich irgendwann Geld. Sie Stoff, haben, richtig. Sie haben Freunde um Geld gebeten? Genau, und ich bin in die Bank Kredite aufgenommen, Freunde, also das nächste Umfeld, ja, um Geld gebeten. Und irgendwann hat die Bank Nein gesagt, Freunde haben Nein gesagt. Ich brauchte aber den Stoff, sprich das Geld. So, dann bin ich in die Beschaffungskriminalität geraten. Sie haben in Ihrem Job Geld veruntreut, kann man das auch so sagen? Ja, bin an Firmengelder gegangen. Ich hatte damals in der Position, ja, da hatte ich ein gewisses Budget, ja, wo ich zur Verfügung hatte und dann bin ich daran gegangen. Ja, also Sie sind 24 Stunden, habe ich mir Gedanken gemacht, wie komme ich an Geld, sprich an Stoff, um meine Sucht zu befriedigen. So, wie schaffe ich es zugleich, ja? Ich habe dann, irgendwann ging es halt dann los, die fixen Kosten konnten nicht mehr beglichen werden, ja, wie Miete, wie Autokredit, wie dieser Kredit, wie und so weiter und so fort. Sie kennen das, ja, dann kam die erste Mahnung, die zweite Mahnung. Ich hatte zu Hause bei mir im Büro eine Schublade, ja, da war alles drin, gelbe Briefe und ich weiß nicht was. Ja. Haben Sie Ihre Frau zu dieser Zeit noch geliebt oder lieben können? Dafür war keine Zeit mehr.
Ja, ich frage mich auch, weil Sie mussten sie ja auch so oft anlügen, wenn sie zu ihr kamen. Genau. Schafft das nicht automatisch auch dann die Distanz? Weil man kann sie ja nicht mehr klar angucken und sagen, hier, ich bin dir offen gegenüber. Ich konnte ja nicht mehr kann man dann noch lieben, wirklich? Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Nein. Sie haben ja sich selbst auch nicht mehr geliebt, oder? Genau, nein. Wann hat es sich dann so weit zugespitzt, dass die Luft so dünn wurde, dass es fast nicht mehr ging? Gut, Beschaffungskriminalität. Mhm. Ich bin an Firmengelder gegangen. Bin dann auch an meine Frau, die damalige Ehefrau hatte ein Konto. Ja. An das Geld bin ich rangegangen, sprich, ich habe die Unterschrift gefälscht. Die Unterschrift Ihrer Frau? Richtig. So, das Geld ist über. Das hat einmal funktioniert, hat zweimal funktioniert, dann war das Konto leer. So, klar sind dann kurze Momente, wo man sich sagt, das ist ja nicht mehr normal, was du da machst. Ja, aber wie gesagt, immer verdrängt. Dieser Automat war irgendwann Mittelpunkt in meinem Leben. Alles andere wurde zur Nebensache, verdrängt. Ja, Freunde, Bekannte, Arbeit, alles, was dazugehört. So, irgendwann, es war dann Ende 2003, habe ich so zu mir gesagt, so, jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten. Du machst so weiter wie bisher, dann geht es wahrscheinlich noch weiter bergab. Oder du drückst den Button und beendest das Ganze. So, ich habe mich dann für diese Variante entschieden, habe den Button gedrückt. Zum Glück. Habe mich bei meiner damaligen Ehefrau geoutet. Ein paar Tage später beim damaligen Arbeitgeber. Wie lief das ab? Also was haben Sie dann Ihrer Frau gesagt? Die ganze Wahrheit? Also auch das mit dem Konto und allem? Ja, ich kam abends nach Hause wieder zur Spielothek und die EC-Karte gezogen, habe gesagt, hier, ich habe ein Problem. Und habe mich geoutet und klar, dann war das Lügen, ja, über die lange Zeit, das Vertrauen ist einfach missbraucht worden, also ihr Vertrauen und der Scherbenhaufen, der da war, weil sie wusste ja nichts davon, was mache ich da, ja. Dann hat sie den Schuldenberg gesehen, sie ist dann am nächsten Tag, ist in die Bank, hat sich informiert, weil das habe alles ich gemanagt, ja, Geldmanagement und so und auch ihr Konto, da kam einmal, zweimal im Jahr, kam so ein Bericht, wie sieht's aus, habe alles. Das war meine Aufgabe, weil ich wollte ja nicht, dass sie hinter mein Geheimnis kommt. Also ich habe mir auch hin und wieder, oder ich war immer der Erste, der am Briefkasten sein wollte. Verstehen Sie, weil es konnte wieder vom Anwalt, vom ein gelber Brief oder irgendwas drin sein. Dann kommen Fragen, ja, die ich ja nicht beantworten wollte. Aber Sie deuten an, die Ehe war einfach kaputt. Ja. Vertrauen weg, ja, auch nicht mehr zu kippen. Ja, da war nichts mehr. Man hat es versucht, ja. Erstmal, aber irgendwann habe ich gemerkt, egal was ich mache, es war immer wieder die Spielsucht da, ja, und du und du und du. Okay, irgendwann habe ich zu mir gesagt, so will ich nicht weitermachen und habe dann Anfang 2004 die Scheidung eingereicht. Wie lief das für Sie juristisch weiter? Ich meine, durch diese ganze Untreue, durch all das, was Gut. Sie da, wie hat Ihr Arbeitgeber reagiert? Der stand hinter mir. Okay. Der hat mir, weil ich ja gesagt habe, okay, ich will mir helfen lassen, der hat mir dann Adressen von Kliniken gegeben, die spezialisiert sind auf die Glücksspielsucht. Und ich habe dann angefangen, ja. Ich meine, ich hatte eine riesen Last auf mir sitzen. Also ich war fix an alle, konnte einfach nicht mehr. Und Sie haben dann ja auch eine Therapie gemacht? 2004, richtig, über 8 Wochen. Haben auch eine neue Frau kennengelernt, haben mit ihr ein Kind. Genau. Aber Sie sind wieder rückfällig geworden. Genau, das Spiel ging, wenn man so will, von vorne los. Richtig, also wieder Vertrauen nicht mehr da. Gleiches Spielchen wieder, nur nicht so extrem. So extrem. Ja, weil die damalige Partnerin, die wusste ja Bescheid. Und hat es wahrscheinlich mitbekommen. Hat es mitbekommen, nur ich war dann noch nicht so offen und ehrlich, so wie es sein soll. Ja, und war dann wieder immer im Prozess. Und zwischen 2004 und 2007... In der Zeit, also die 3 Jahre nach der Therapie, habe ich letztendlich noch gebraucht, um spielfrei zu werden. Ja. Aber was hat denn dann wirklich mal den Anlass gegeben, wenn Sie jetzt beim zweiten Mal wieder, diese Beziehung ging ja auch auseinander, da war ein Kind dabei, ja, dass Sie irgendwann gesagt haben, so jetzt muss ich mein Leben in den Griff kriegen. Also weil ich noch nicht so weit war mit mir selber. Ja, das ist ein Prozess, ist ein Lernprozess. Mhm. So, ich habe ja irgendwann den Bezug zum Geld verloren. So, das, wie viele kennen Monopoly, ja, so war das. Mhm. Also ich null Bezug zum Geld. Ich habe das Geld reingeschmissen, so wie es kam. Am ersten, am zweiten war das Geld auf dem Konto. Ein paar Stunden später war es weg. Ich habe 2004 den Button gedrückt, habe angefangen,
zu lernen, ja, auch irgendwann wieder mit Geld umzugehen. Ja, und welche Einstellung haben Sie da heute zum Geld? Ja, ich denke, eine gesunde Einstellung. Also ich habe wie ein kleines Kind irgendwann gelernt, wieder mit Geld umzugehen. Ja. Die damalige Partnerin, so, ich habe mir Zigaretten gekauft oder was anderes, also sie hat mir dann Geld gegeben, ja, im Gegenzug habe ich ihr einen Beleg gegeben, wo schwarz auf weiß drauf stand, für was habe ich das Geld jetzt gebraucht. Ich wollte das so, ja, und das hat Jahre gedauert. Gibt es denn eine neue Liebe? Ja. Eine sehr hübsche. Ah, eine sehr hübsche, Sie haben sie kennengelernt, okay. Seit dreieinhalb Jahren, seit über dreieinhalb Jahren. Mhm. Was das Geld angeht, ich führe heute mein eigenes Geldmanagement, heißt, ich brauche kein Dispo, ich brauche keinen Kredit. Ja, also ich gehe heute, denke ich mal, gesund mit dem Thema Geld um und eine neue Liebe kennengelernt. Und hier, so, wir reden offen und ehrlich über Geld. Ja, jeder ist unabhängig, wir sind unabhängig voneinander. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und vieles, wie Sie heute schon gesagt haben, ja, und dieses offen und ehrlich, ja, und ich weiß nicht mehr, wie es na, Spielgeld nicht. So war es bei mir. Partnerschaftliches Geld. Partnergeld. Sehe ich auch so. Ja. Voraussetzung ist aber hier, dass beide, ja, also nicht nur eine, sondern wirklich beide offen und ehrlich sagen und hinsetzen und das von Anfang an. So, und das haben wir gemacht und das funktioniert. Und sie wusste also auch von Anfang an von ihrer Vergangenheit? Natürlich, dann wusste sie Bescheid, sie hatte die Chance. Ja oder nein, verstehen Sie? So, mit dem gehe ich jetzt die Beziehung ein oder ich lasse es bleiben. Genau, aber sie sagt, mit dem mache ich kein gemeinsames Konto. Ich passe besser auf mich auf, ne? Stellen Sie sich vor, Sie mit einem Partner zusammen, der sagt, hör mal, ich möchte, kannst du für mich bürgen? Passiert ja oft. Mhm. Und Sie sind dann nicht in der Lage, auch noch zu die sagen, mache ich nicht. Ne? Na, die Insolvenz, die was, also hat das Ganze auch noch nach sich gezogen. Daraus ist ein Berufsverbot entstanden. Mhm. Im Finanzdienstleistungsbereich ist das einfach so. Und was machen Sie heute? Ich bin heute Unternehmer, ich bin Suchtberater, ich motiviere und Betroffene und Angehörige und viele andere Menschen. Ja, also bei mir steht der Mensch einfach bei meiner Arbeit und das ist ganz, ganz wichtig und im Mittelpunkt. Ja, also So, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu klären, außer Sie sind unser Experte in Sachen Geld. Aber Sie sind ja nicht nur Experte, sondern auch seit 26 Jahren verheiratet. Gibt es da denn auch schon mal Ärger ums Geld? Nee, es gibt Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungen, nennen wir ganz sie so. Genau. Das gibt's aber. Aber ja, sicher. Aber klar. Und dann, natürlich hilft mir jetzt diese Teilung, drüber zu reden. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sie sagen, komm, lass uns auf Malediven fahren. Der Partner sagt, habe ich kein Geld für. Sie sagen, ich gebe dir das. Und dann schweigen sie. Es ist das Beste, um ein Theater zu kriegen hinterher. Ne? Dann müssen sie sagen, wie ist denn das gemeint? Willst du da was für zurückhaben? Ist das eine Leistung? Muss ich dir dafür was geben? Oder? Ja? Ja, dann kann ich sagen, fahre ich nicht mit, weil ich will mich nicht verpflichten. Ne? Oder ist das jetzt, willst du mir was Gutes tun? Sagt der andere, ja, ich habe gedacht, du bist gestresst und ich will dir was Gutes tun. Da kann man auch sagen, nee, das will ich eigentlich nicht, weil da muss ich dir ja demnächst auch was Gutes tun und da fühle ich mich nicht nach. Aber wenn der Partner sagt, nee, pass auf, es ist so schön, mit dir zusammen zu sein, es ist mir ein Bedürfnis, und weil ich dich liebe, ich genieße es, mit dir da rumzulaufen, das ist Liebesgeld. Ja. Ich sage, okay, nehme ich. Nehme ich. Ist aber geschenkt. Ne? Kostet nichts. Kostet nichts. Dann trotzdem, ja. Ja. Sie müssen aber in der Lage sein, diese Fragen zu stellen. Mhm. Weil Sie sind ja dumm, wenn Sie sie nicht stellen. Weil das kommt ja von hinten sonst wie ein Bumerang. Aber wenn Sie das ist ja eine Erkenntnis, wenn man so will, die Sie auch immer wiederholt haben. Man soll die Beziehung auch vom Ende aus denken. Ja, man muss sich doch nur umgucken. Es werden 50% der Paare geschieden. Ja. Auf jede Ehe kommen 9 Trennungen nicht verheirateter Paare. Trennung ist momentan eigentlich die Normalität. Wer hat denn noch eine lebenslange Beziehung? Und da muss man doch eigentlich nur realistisch sein und sagen, na, könnte mich auch treffen. Und die Menschen, die glauben, sie würden ihrer Liebe damit schaden, die irren. Weil wenn ich vorher geklärt habe, pass auf, sollten wir auseinandergehen, ist das so geklärt, dass ich ein gutes Leben führen kann und du, dann bin ich nie abhängig von dir. Und dann musst du und ich, wir müssen auf unsere Beziehung aufpassen, weil sie ist alles andere als selbstverständlich. Ich glaube, viele haben ja die Sorge, das überhaupt anzutexten, weil sie da schon die Sorge haben, Mensch, das könnte unserer Liebe schaden. Wie könnte man oder wie sollte man das antexten, einfach offen über Geld zu reden in einer Beziehung?
Indem man sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken darüber macht, genau, wie man es sagt, sondern es einfach anspricht. So, wie es da ist. So einfach. Ja, und wenn ich sage, Schatz, ich habe noch ein Problem damit, offen und ehrlich darüber zu reden. Dann. Wobei man bei dann weiß der andere Bescheid. Wobei man Ihnen ja sagen muss, es ist ja nicht seine Schuld alleine. Die hat ja nie auf die Konten geguckt, ja? Die hat ja nie danach geguckt. Ja. Vertrauen hat sie geschenkt, aber man schenkt eigentlich nicht einfach Partnergeld, ne? Sondern da sagt man, da lebe ich von oder das ist so, da passe ich mal drauf auf. Und wenn man einer sagt, du liebst mich wohl nicht, weil du die Konten hast, kann man immer sagen, das brauche ich für meine Sicherheit. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Die Liebe und das liebe Geld. Vielen Dank an unsere Gäste. Heute ganz besonders. Dankeschön. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann mit dem Thema die Macht der Erinnerung. Auch spannend. Also bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Bis dann. Tschüss. Und danke nochmal.